So, Leute. Und lieber Phil. Wie geht's dir, Phil? Wie ist das, Phil, da drüben in Stuttgart, Karls Schwanz zu lutschen? Sag mal, wie ist das so da drüben? Wie ist das so, sich wie ein Schmarotzer durch die Welt zu schmarotzen und von Schwanz zu hüpfen? Wie ist das so, Phil? Sag mal. Phil, ganz ehrlich, wir sitzen heute hier nur, weil du es wirklich auf die Spitze getrieben hast. Deine ganze Scheiße, die du abgezogen hast bei uns im Laden und mit uns abgezogen hast, hätte uns gar nicht dazu bewegt, hier ein Video zu machen, weil du zu unbedeutend bist. Ne? Du warst sowieso, da bist sowieso nur eine Erscheinung, die von Zack Plus und mir erfunden wurde. Phil Bane, der böse Phil Bane mit Kill auf dem Bauch, der immer sofort anfängt zu weinen, wenn Konfrontationen bestehen. Sofort, wie hast du zu mir gesagt im Laden, als wir dich entlarvt haben, überfordert ist, wessen Synapsen sofort überfordert sind, wenn man ihm vorwirft oder dabei erwischt, dass er einen abzockt. Du bist eigentlich viel zu unbedeutend, ein Video zu machen, aber du hast die Sache auf die Spitze getrieben. Dabei geht es gar nicht um die ganzen Nachrichten, die ich bekomme. Sag mal, Matthias, was sagst du denn dazu, dass der Phil Bane jetzt mit Karl S. ist und so? Was ist da los und so? Juckt mich gar nicht. Karl S. ist eine Fotze, du bist eine Fotze. Also passt ihr super zusammen. Deswegen ist das gar nicht, das ist für mich gar kein Schock. Also, dass Karl einen Typen wie dich aufnimmt, ja, er zeigt nur meine Meinung von Karl, dass er ein widerwärtiger Typ ist. So. Also ein widerwärtiger, ekliger Typ. Genauso wie du. Aber wir sind jetzt hier, um die Leute aufzuklären. Wieso mache ich das Video? Eigentlich müsste ich das Video schon machen. Zack Plus läuft gut. Ne? Vor 3 Wochen habe ich das Pro-Pro-Ding rausgehauen. Eigentlich wäre jetzt mal Zeit für Weihnachtszeit, für Stille und Harmonie und Frieden. Hatte ich eigentlich so vor, aber der Phil Bane treibt einfach alles auf die Spitze, dass diese Story jetzt raus muss. Ja? Die Story muss raus, weil der Typ so ein ekelhafter Kerl ist, dass wir nicht möchten, dass er weiter von uns profitiert, weil wir kriegen jeden Tag Nachrichten, ey, ich habe Phils Programm gekauft, welche Supplements kann ich nehmen? Und dann denke ich mir immer so, Phil ist nicht mehr bei uns, der hat nichts mit uns zu tun. Und die Leute so, wie, ich dachte, der ist bei euch und der ist doch Zack Plus Athlet und Video mit Fahrrad und so. Nein, Phil Bane ist nicht mehr bei Zack Plus und wurde gekündigt, weil er in 4 Fällen schuldig gesprochen wurde von der Zack Plus Jury. In Diebstahl, in Veruntreuung, was ja eigentlich dasselbe ist, in freundschaftlichem Verrat und in einer Sache, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Ja? Es geht zum einen um die Wohnung, die du verpisst und verschissen zurückgelassen hast, die ich dir, wo ich dir mein Haus, mein Heim als Wohnung gestellt habe, damit du einen Unterschlupf hast und damit du dir selber keine kaufen bezahlen musst, die du dann so richtig verpisst zurückgelassen hast, so dass ich gar nicht drin schlafen konnte vor der FIBO. Es geht um die Sachen über dein Business, was du im Laden aufgezogen hast, hinter unserem Rücken, womit man hätte uns mega schaden können, wenn das aufgeflogen wäre, beziehungsweise wenn wir das nicht sofort in der Wurzel unterbunden hätten, hätte uns das mega geschadet. Es geht um ein späteres Telefonat, wo ich den Samuel hier live anrufe, der einiges zu berichten hat, was du auch kriminell gegen uns gemacht hast. Ja? Das ist natürlich seine Version. Die hören wir uns an. Zuerst erzähle ich ja meine Version. Für die kann ich bürgen. Für Samuels Version kann ich nicht bürgen, aber hört sich sehr, sehr glaubwürdig an und passt ins Bild. Aber die werdet ihr am Schluss selber hören. Ja, ganz kurz noch als Rechtfertigung, wieso ich hier sitze. Habe ich eben schon gesagt, eigentlich ist der Typ das nicht wert. Eigentlich dürfte ich als Matthias Clemens von Zack Plus kein Video gegen so einen Affen machen. Aber es muss. Der Typ geht gar nicht. Das liegt mir auf dem Herzen. Das brennt mir auf der Seele. Das brennt meinem Camp auf der Seele, weil du uns quasi alle beschissen hast. Das Video hier ist also für mich sowie für mein Umfeld, die du alle undankbar behandelt hast, du Schmarotzer. Allerdings auch für die Follower. Es ist halt in der Öffentlichkeit, das ist unser Mittel. Das einzige Mittel ist, in der Öffentlichkeit drüber zu reden. Das andere Mittel wäre, dich zu verklagen oder dem mal gut den Arsch zu versohlen. Was beides natürlich auch eigentlich sinnvoll wäre, mal langsam bei dir. Ne? Vor allen Dingen den Arsch solltest du mal versohlt kriegen, weil du bist wie ein Esel, der nicht merkt, wenn er Scheiße baut und wirklich mal ein paar hinter den Löffel braucht, damit der Esel merkt, ah, okay, klauen macht man nicht. Betrügen macht man nicht. Wohnung verpinkeln, wenn man die Geschenke kriegt und demjenigen zurückgeben, macht man nicht. Ja, aber gut. Das hier ist der zweite Take des Videos. Erstens, der erste Take wurde gelöscht, iMovie ist abgestürzt, ich habe jetzt den Mac geupdatet, ich habe iMovie geupdatet, der sollte jetzt nicht mehr passieren, ja, der wurde gelöscht, ist aber auch gut, dass der gelöscht wurde, weil er war sehr emotional, der hat keine Beleidigung umfassen, ich war sehr traurig und ich war sehr geknickt in diesem Video, weil an diesem Tag hat der Samuel mich angerufen, ich habe neue Infos gehabt, plus ich war sehr, sehr geknickt, weil ich so ein brüderlicher Typ bin oder mein brüderlicher
Dings gebrochen, irgendwie, ich war brüderlich verletzt, sage ich mal. Und dann habe ich die 2 Tage drüber nachgedacht, boah, ich will das Video nicht machen, das ist so ekelhaft, ich habe auch jetzt ein bisschen Bauchweh. Aber dann habe ich nachgedacht und habe mir gedacht, für dich Phil Bain, für dich Fotze, für dich ehrenlosen Typen, der uns so verarscht hat, der so ein Schmarotzer ist, für den wir so viel getan haben, soll ich überhaupt quasi Bauchschmerzen haben? Also noch irgendwie mich schockiert fühlen, dass du uns abgezockt hast, du bist einfach widerwärtig. Deswegen scheiß drauf, dieses Video muss von oben herab sein, das darf gar nicht so emotional sein, wie das letzte Mal war, weil... man darf so einem Typ wie dir gegenüber gar keine Gefühle zeigen. Dass du jetzt bei Karl bläst oder bei irgendwelchen anderen Leuten, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Dass du über uns lügst und sagst, was wir behaupten würden, nicht stimmen, ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Die Story, die jetzt kommt, das hast du falsch gemacht, du ekelhafter Typ. Und ich meine, wir wissen auch, wer dich jetzt haushaltet, wer jetzt deinen Urlaub bezahlt. Deswegen schöne Grüße an diese Person. Ich würde mir das Video gut angucken. Ne? Dann würde ich ein bisschen reflektieren und nachdenken, ob das nicht doch alles stimmt, was ich hier sage. Wir haben auch Screenshots dazu. Wir haben ein Video von der Wohnung, wie die aussah. Wir haben eigentlich alles. Aber nun gut, 6 Minuten 15 Intro. Typisch Matthias Clemens-Style, viel zu lange. Ja? Fangen wir vorne an. Wann haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt vor Sektplus, lieber Phil. Ja? Ja? Durch den Rapper Nazar. Da lief auch direkt schon einiges schief. Und zwar, der Rapper Nazar hat dich an uns vermittelt. Ich dachte mir, boah, geiler Typ, Tattoos, Kill auf dem Bauch, voll das Monster. Ne? Haben wir telefoniert, habe ich gemerkt, du bist eigentlich voll der Schwachkopf, aber egal. Bist ein cooler Typ, hab dich aber für sehr loyal gehalten. Und Schwachkopf meine ich, ich habe dich für einen dümmlichen Typen gehalten, bist du ja auch. Aber für einen sehr loyalen und korrekten dümmlichen Typen habe ich dich gehalten. Deswegen dachte ich, okay, wenn der redet, gibt er nicht das wieder, wie er aussieht. Aber er sieht krass aus. Und reden kommt er sympathisch rüber, so ein bisschen treu doof. Den kannst du dir, der ist der perfekte Frontmann für Sektplus, ja. Dann fing ja schon die Scheiße an mit dir. Dann sollte Nazar ein Fotoshooting organisieren, hin und hin und her. Ich weiß nicht, wer uns da abgezockt hat, ob du oder Nazar. Du behauptest Nazar. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Es war ein Betrag ausgemacht für 20 Fotos. Bis heute haben wir nur 7 Fotos bekommen. Ne? Du hast uns vorher jemand, Nazar hätte uns abgezockt und dich abgezockt. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Ich glaube, der Nazar ist auch nicht so ein feiner Kerl. Deswegen könnte beide stürmen, drauf geschissen. Du kamst zu Sektplus. Der Kontakt zu Nazar ist auch relativ schnell von uns abgebrochen. Von dir glaube ich auch. Ja? Dann warst du bei Sektplus. Beziehungsweise du warst noch nicht bei Sektplus, sondern es ging los. Kurz vor Sektplus, also so Januar, Februar 2013. Ja? Warst du dann im Video von Farid Bang und Kollega, Stirnackenkommando, dein großer Auftritt, deine große Bühne. Du warst in dem Video, weil Nazar das Video gedreht hat und auch, weil wir schon einen Deal mit Farid und Kollega hatten, der danach JBG losgegangen ist. Sprich, jeder wusste, du bist unser Athlet. Hat das also perfekt für alle Parteien gepasst. Du bist in diesem Video, man macht dich groß und du bist der Plus-Athlet. Okay? Dieses Video, 10, 20 Millionen Klicks, das war der Überhype, Stirnackenkommando. Du hast plötzlich auch deinen Hype gehabt. Boom, Plus geht los. Du bist der Frontmann von Plus. Wir pushen dich. Niemand kannte dich. Also dich, Schmarotzer, kannte niemand außer ein paar Leute in einem Fitnessstudio in Wien. Ja? Du bist ein Dorfjunge, hast in deinem Dorffitnessstudio in der Nähe von Wien trainiert. Das war's. Du sollst der Bodyguard von Nazar gewesen sein, aber wie du das jetzt machen sollen, weiß ich nicht. Du kannst ja nicht mal dich selbst verteidigen. Ja? Auf jeden Fall ging dann die ganze Party los. Du warst der Plus-Athlet, alles tutti. Du warst super, das muss man auch hier sagen, ganz ehrlich. Das war ein super Marketing-Schachzug. Der Phil war ein super Athlet in einem Not-Like-You-Tätowierung-Kill. Der sah aus wie ein Monster. Der sah aus, als könnte der die Welt auffressen. Perfekt, alles perfekt. Dann, bis zu dem Sache mit dem Laden, ist eigentlich nichts passiert, außer im Nachhinein habe ich ein bisschen nachgedacht, was eigentlich noch war und was eigentlich auch schon nicht ging. FIBO 2014, 2015, wo wir einen Stand hatten, waren alle Athleten, jeder, egal wie groß oder klein die Reichweite war, 4 Tage am Stand. Nur Phil Bane nicht. Weil Phil Bane dachte, nee, also ich komme doch nur Samstag und Sonntags, ich bin ein Star. Also du warst ein Niemand. Du hast durch uns gemacht, jeden einzelnen Facebook-Fan, den du hattest, von uns. Natürlich auch, weil du cool aussiehst, aber eigentlich ein von uns inszeniertes Projekt. Du bist quasi Frankenstein. Du wurdest von uns ins Leben gerufen. Ja? Da wolltest du schon Sonderstar-Allüren geltend machen. Nein, ich komme nur Samstag. Du warst noch nie 4 Tage am FIBO-Stand. Da bist du dir zu fein für. Also du kleiner Wurm, der nur deine Reichweite durch den Plus hat, ist sich zu fein, 4 Tage auf der FIBO zu sein, wie alle anderen Athleten. Weil du bist ja Phil Bane, die Maschine aus Wien. Ja?
Okay, kein Problem. Erinnere dich bitte auch zurück, Phil Bane. Als wir 2014 oder 2015, aber 2014 fing das schon an, saßen wir auf dem Parkdeck im Auto, hast du mir erzählt, du bist um 20.000 Euro abgezockt worden. Ja, du bist um 20.000 Euro abgezockt worden, der Bodybuilding-Lifestyle ist zu teuer, ob ich dir nicht finanziell helfen kann. Ja? Erinnere dich auch gut dran. Kurze Zeit später habe ich dir finanziell geholfen. Mit einem, mit Geld natürlich, was du definitiv in der Form, in dem Moment definitiv nicht wert warst als Testimonial, weil du hast nichts gemacht, außer uns dein Gesicht gegeben, weil dein Social-Media-Auftritt war eigentlich gleich null, ja. Du hattest 10.000 Fans, Facebook-Fans, weil wir dich immer gepusht haben, aber du selber hast eigentlich gar nichts gemacht, ja. Wir haben dein Gesicht aber benutzt, deswegen, okay, passt schon, alles gut. Aber spulen wir direkt zu dahin, wo es losging. Los ging es im September 2015, als du mich anriefst und meintest mit Familie, dies, das, läuft nicht mehr, du willst auswandern. Du willst ein neues Leben, Köln, das ist die große Welt, Bodybuilding ist dein Leben. Du willst auswandern, ja, du willst auswandern und mit der Frage, Matthias, kannst du mir nicht helfen? So dumm wie ich bin, habe ich natürlich gesagt, natürlich kannst du dir helfen, Phil. Komm nach Köln, wir machen gerade einen Store auf, du wirst der Geschäftsführer des Stores, du kannst kostenlos trainieren, kostenlos in Discos, wir machen alles für dich, komm hier hin, bla bla bla. Du hattest aber Angst, ja? Ich will, aber ich will nicht. Dann ging das schon so einen Monat hin und her. Dann hast du uns schon im ersten Monat sitzen lassen, weil du einfach gar nicht kamst. Du warst plötzlich nicht da. Montag solltest du kommen, montags kein Phil Bane da. Okay, Laden könnte nicht eröffnen. Wir mussten den Laden zwei Wochen verschieben. Wir telefonieren, wir reden. Du sagst mir, ja, ich bin unsicher und dies und das und ich weiß nicht und neue Welt und bla. Ich sag, Phil, gar kein Problem. Ist doch gar kein Thema. Verstehe ich, aber komm, wohn doch zuerst in meiner Wohnung. Du musst dir keine Wohnung mieten. Du kannst die erste Zeit bei mir in meiner Wohnung nehmen. Ich ziehe da aus. Ich schlafe so lange im Hotel, wie du in meiner Wohnung schlafen kannst, wenn ich in Köln bin, weil es ist eine Zweitwohnung. Und so weiter und so fort. Mach dir keinen Stress. Wenn du irgendwann zurück willst, du kannst zurück. Wir haben dir quasi alles super da ermöglicht, ja, und super für dich aufgebaut. Okay, du kamst nach Köln, du wurdest von Malik abgeholt, du wurdest, der Malik hat ein Wochenende mit dir verbracht, hat sich mit dir angefreundet. Wir waren richtig in dem Modus, der Phil ist ein Soldat, ein richtiger Krieger, ein Bruder, mit dem kann man was aufbauen, wir bauen den Phil auf, der Laden wird riesig, Phil wird sein Geld dort verdienen, wir machen Phil zum YouTuber, in Köln ist einfacher als in Wien, wir haben in Köln Kameras, Street Cinema, alles ist da, ja. Das war der Plan. Auch wenn ich jetzt herablassend rede, in diesem Zeitpunkt haben wir in höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Nicht, also als Mittel. Wir wollten ihn einsetzen, was aus ihm machen. Ja, das war unser Plan. Okay. Also war er dann in Köln. Eingebuchtet in meiner Wohnung, kostenlos. Eine tolle Wohnung in Deutz, die er kostenlos bewohnen konnte. Und als Geschäftsführer des Shops. Ja? Als Geschäftsführer des Shops. Dann haben wir dir ein Gehalt gegeben, was das Standardgehalt ist im Shop, was wir jedem geben wollten. Da hast du uns gesagt, ah, damit komme ich nicht rum, kannst mir nicht mehr Geld geben. Hier, guck meine Überweisung, 800 Euro gehen nach Hause jeden Monat, bitte gib mir mehr Geld. Und ich sage, ey Phil, eigentlich schon das Gehalt plus die Wohnung und so, ist schon krass. Und aber okay, weißt du was, damit du leben kannst, hast du recht, ich verstehe deine Kosten, kriegst du mehr Geld. Also hast du dir schon mal die erste Gehaltserhöhung erschlichen, die wir dir einfach so aus Herzen gegeben haben. Aus Herzen haben wir dir mehr Geld gegeben. Was ich heute, wo ich heute denke, was bin ich für ein Spasti? Dass ich das gemacht habe, ja. Die Wohnung, hast du mir dann gesagt, nein, Matthias, ich will die Wohnung nicht kostenlos, ich zahle das zurück, sobald ich ein bisschen Dings habe, ich werde hier Personal Training machen, ich werde YouTube machen, ich werde ein Megastar, zahle ich das zurück. Habe ich gesagt, weißt du was, dann zahl mir die Hälfte zurück, ja. Du, natürlich hast du gar nicht zurückgezahlt und würdest nie was zurückzahlen und die Wohnungssache ist auch geschenkt, weil die ist uninteressant, aber das waren deine Worte zuerst, ja. Auf jeden Fall, okay, du nistest dich in der Wohnung ein, du machst ja schön alles gemütlich, ja, klar, da gab es irgendwie ein Problem mit dem Strom, mit der Heizung im Monat, falls du das jetzt auspacken willst, mein Gott, da war irgendwie, musste man die Heizung nochmal anstellen, ich weiß nicht, was da los war, egal, da hast du ja auch schon rumgezickt, als wärst du Krösus, als wärst du also wirklich ein Star-Allion gehabt ohne Ende. Okay, du hast einen Job von uns bekommen, eine Wohnung bekommen. Du konntest bei Felix Sturm kostenlos trainieren, du konntest im Muscle Gym kostenlos trainieren. Wir haben dafür gesorgt, dass du mit deinem hässlichen Gesichtstattoo oder deinen anderen Tattoos, das Gesichtstattoo kam ja später, in Diskus reinkommst in Köln. Wir haben dir alles besorgt. Wir haben dich zum Essen eingeladen, wir haben dich chauffiert, wir haben dich zum Flughafen gefahren, wir haben dich abgeholt, wir haben dich dahin gefahren, wir haben dir geholfen umzuziehen, wir haben alles für dich gemacht, ja? Und genau, soweit, so gut auch alles, ja? Die ersten Monate, du bist in der Wohnung, alles ist tutti, alles super. Dann war das irgendwie, wie gesagt, wir reden von einem guten Gehalt, plus ein extra Bonus, plus natürlich sowieso Supplements kostenlos, plus meine Wohnung, ach so, plus ein Stellplatz. Diese Wohnung hat auch einen gemieteten Stellplatz, der 100 Euro extra kostet. Und die Wohnung ist gegenüber vom Store, die hat Phil Bane natürlich auch bekommen. Stellplatz plus Wohnung, ja, kein Problem.
Ja, kann man ja von Sekt Plus haben. Man will ja was zurückzahlen, irgendwann sich revanchieren. Aber nein, man nimmt erstmal und bedankt sich auch nicht dafür. Und danke habe ich bis heute nicht gehört. Ja? Gut, du bist in der Wohnung drin und dann sollte das für 3 Monate sein. Nach 4-5 Monaten, wo ich immer wie so ein Hund im Hotel geschlafen habe, mal in Neuss, mal in Düsseldorf, mal in Köln, musste Auto fahren, dies, das, bei all meinen Terminen musste ich in Hotels schlafen und hatte pro Monat plötzlich nochmal so 500-600 Euro Kosten. Das heißt also, der Phil Bane hat plötzlich gekostet sein Standardgehalt, die Extravergütung, meine Wohnung, meinen Stellplatz und die Hotels, die ich bezahlen musste, weil eigentlich hätte ich in meiner Wohnung geschlafen und hätte die Hotels gespart. Dann habe ich Phil gesagt, ey Phil, ganz ehrlich, der Laden wirft noch keinen Gewinn ab, die Laden lief ja auch erst an. Du bist der teuerste Mann von Sekt Plus. Du musst irgendwann auch, wie jeder normale Mensch, mal deine Wohnung von deinem Gehalt bezahlen. Weil kein Mitarbeiter der Welt bekommt eine Wohnung geschenkt. Jetzt haben wir auch im Shop jemanden arbeiten, der kriegt ja auch nur ein Gehalt, der kriegt auch keine Wohnung geschenkt. Ich muss meine Wohnung auch selber bezahlen. Der Geschäftsführer von Sekt Plus muss seine Wohnung, Malik muss seine Wohnung, jeder Mensch muss seine Wohnung selber bezahlen. Nachdem Phil Bane aber 4 Monate da eingenistet war, hat Phil Bane nicht mehr so richtig eingesehen, seine Wohnung selber zu bezahlen. Ja, wie aus der Wohnung raus? Ich bin nur in der Wohnung drin. Ich sag, ja Phil, aber das ist ja meine Wohnung, die habe ich ja für mich angemietet, damit ich dort schlafen kann, wenn ich in Köln bin, damit ich nicht so hohe Hotelkosten habe, aber seitdem du drin bist, habe ich sehr hohe Hotelkosten, weil du ja in der Wohnung drin bist. Und irgendwann ist das hier, platzt das langsam, das sind jetzt 4 Monate, irgendwann ist ja auch mal gut, ja, so, nicht böse gemeint, ist auch nicht schlimm. Dann meinte er, ja, ich kann im Laden schlafen, hin und her. Dann haben wir gesagt, ja, wir müssen den drinnen Laden umbauen, die hinten eine Wohnung anbauen. Da musste aber schon noch dann irgendwie, da war eigentlich irgendwie Thema, ein bisschen Miete zu bezahlen oder so. Was natürlich nie passiert wäre, aber das Thema wurde ja auch gar nicht zu Ende gedacht. Ja. Uns wäre aber am liebsten gewesen, endlich, dass er mal einen richtigen Wohnsitz hat, weil er hat auch keinen richtigen Wohnsitz mit der Meldung und so, dass er mal eine eigene Wohnung hat. Okay, Stand der Dinge. Phil Bane möchte nicht mehr aus der Wohnung raus. Weil plötzlich hat er so, die Menschen sind scheinbar so, wenn sie was geschenkt kriegen für eine gewisse Zeit und man will das Geschenk wieder wegnehmen, dann sagen, nee, jetzt kriegst du den extra nicht mehr, haben die Leute sich so dran gewöhnt, dass sie denken, nee, ich krieg nicht mehr extra. Aber mit dieser Wohnung, allem drum dran, hast du ein Gehalt gehabt, Phil, wie niemand bei Sekt Plus, also wie ich nicht quasi aus der Firma rausnehme monatlich. Du hast gelebt wie ein König in Köln. Und immer mit dem Vorwand, ich schicke alles nach Hause. Dann hast du mir gesagt, du isst für 800 Euro. Dann habe ich dir gesagt, Phil, wenn du für 800 Euro isst, du kriegst doch Supplements kostenlos, dann ess vielleicht für 600 Euro, nimm ein paar mehr Supplements, probier das mal aus. Nein, der Phil Bane, Hydrolysat reicht dem Phil Bane nicht. Phil Bane muss Steak essen. Steak, Pute, alles im Laden grillen, das schön stinkt, das macht Phil Bane. Okay, dann ist irgendwie Februar, wir drehen mit Phil Bane das Video Steroid-Statement. Phil Bane gibt zu, er nimmt Steroide. Erstens, Phil Bane wollte nie zugeben, dass er Steroid nimmt, das wollte ich. Weil ich seit Tag 1 sage, bei Sekt Plus ist nicht alles von Sekt Plus, wir lügen die Leute nicht an. Dann habe ich Phil geholt, habe ich ihm das gesagt, sage ich, Phil, du gibst zu, dass du Steroide nimmst, das weiß eh jeder, das ist sehr ehrlich und wir müssen die Wahrheit transportieren. Wie zugeben, das ist nicht nur von Stoff. Ich sage, Phil, glaub mir, das ist auch gut für dich. Wir machen das. Außerdem, ich gebe sowieso zu, dass unsere Athleten teilweise stoffen. Ja? Weil ich bin kein Heuchler. Okay, wir drehen Steroid-Statement. Ich filme das ganze Ding. Zilma filmt das ganze Ding. Ich spreche Satz für Satz vor. Also nicht mal ein Satz kam auf seiner Feder. Jeder Satz kam von mir. Ja? Was ich damit sagen will, ist, ich will nicht sagen, ich bin der King, ich bin dies, ich bin das. Ich will sagen, nein, wir haben dir ein mega Video gedreht, uns den Arsch aufgerissen, damit du auf YouTube bekannt wirst. Zeitgleich hat Farid und Majo haben Blogs mit dir gedreht. Farid hat mit dir Beintraining gedreht, stand heute 500.000 Klicks das Ding. Da hat der Farid mich am selben Tag noch angerufen, da saß ich in Trier auf dem Viehmarkt vom Sahara und meinte, boah, ich habe mit Phil gedreht, war richtig gut. Und ich sag so, ja, der Phil ist richtig korrekt, richtiger Soldat, den kann man aufbauen, der hat das verdient. Und Farid sagt so, ja, glaube ich auch. Das heißt also, wir dachten, du bist ein loyaler Typ und haben das deswegen auch aus Herzen gemacht. Aus Herzen haben wir dich supportet, ja? Aus Herzen haben wir dich aufgebaut und die Reichweite verliehen. Du denkst ja, dass du der Star bist. Aber nein, du bist nicht der Star. Du bist nur Phil Bane, ein Spasti mit Tattoos und Muskeln. Farid ist der Star. Er hat dich bekannt gemacht. Nicht du ihn, was du nachträglich dem Samuel erzählst, den wir nachher noch anrufen werden, ja? Okay. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind Februar, ja? Steroid-Statement. Dann irgendwie einen Monat später, Phil ist immer noch aus meiner Wohnung raus, ich schlafe in Neuss, im Hotel, in so einem voll scheiß Hotel, es gab morgens kein anderes mehr, ich bin nachts 3 Stunden ins Hotel suchen gefahren, alles war ausgebucht, überall war Messe, ja, schlafe ich in Neuss, nächsten Tag habe ich einen Termin im Laden, stehe ich 4 Stunden im Stau, da habe ich irgendwie so Wut bekommen, dann dachte ich mir, alter Schwede, der Phil zieht da einfach aus der Wohnung nicht mehr aus, ich muss wie ein Penner, obwohl das meine Wohnung ist, im Hotel schlafen in Neuss,
jede Nacht 120 Euro noch bezahlen oder 80 Euro. Und das war trotzdem noch ein Scheißhotel, voll ekelhaft das Hotel. Es gab aber sonst auch gar keins. Und ich wollte auch nicht so viel ausgeben, natürlich. Ich schlafe nicht in Hyatt Hotels. Und ich stehe im Stau. Also am Weg zu meinem Laden, wo meine Wohnung ist, stehe ich im Stau. Dann komme ich zum Laden und sage, ey Phil, weißt du was, ganz ehrlich, langsam ist es wirklich gut mit der Wohnung. Die Kosten sind nicht mehr überschaubar. Du kostest Geld ohne Ende. Meine Hotelkosten häufen sich an. Es gibt nichts Teures bei Sec Plus als Phil Bane und es lohnt sich nicht. Wann kannst du dir meine eigene Wohnung holen? Ja, okay. Ich habe schon so ein bisschen Hals. Dann sagt der Phil zu mir, kannst du mir noch 2500 Euro für ein Auto leihen? Ich denke mir, okay. Ich sag dir gerade, die Kosten sind zu hoch, kannst du mir Geld für ein Auto leihen? Ich sag, Phil, du kannst keine Wohnung bezahlen, du kannst das nicht bezahlen, jetzt muss ich dir noch Geld für ein Auto leihen. Wie viel Geld brauchst du, Phil? 2500 Euro. Ich sag, boah, krass. Ja, aber ich brauche ein Auto, dies, das. Dann habe ich dir gesagt, pass mal auf, Phil. Du sitzt hier 5 Tage oder 6 Tage die Woche 8 Stunden im Laden. Liest den ganzen Tag Mike Tyson Biografien oder irgendwelche NLP-Bücher. Ja? Und bedienst am Tag 8 bis 10 Kunden. Das ist kein harter Job. Du kannst eigentlich noch einen Nebenjob machen. Einen Freitag am Abend Security bei Jupp. Von Jupps Fighting, beziehungsweise seinem Bruder Ibo, oder bei beiden. Das ist ein lauer Job, Huni pro Abend, so kannst du auch mehr Geld abbezahlen. Dann habe ich dir gesagt, pass auf Phil, hier ist der Deal, ja. Ich gebe dir die 2500 Euro, aber nur wenn du diesen Nebenjob annimmst, weil sonst kannst du mir das nie zurückzahlen und die Phil-Bank-Kosten sind langsam so groß bei Seclus, ich kann das nicht mehr alles zahlen, das geht nicht, Phil. Phil sagt, okay, versprochen, ein Mann, ein Wort, ich mache den Job. 2 Wochen später, ich komme in den Laden, oder 4 Wochen später, die Zeitläufe sind schwer, das war ein ganzes Jahr, ne? Aber eine kurze Zeit später, auf jeden Fall, komme ich in den Laden. Ich sage zu Phil, und Phil, wie sieht's aus mit deinem Nebenjob? Ja, habe ich nicht gemacht. Ich sage, wieso nicht? Ja, ich will nicht abgestochen werden. Ich habe gesagt, das ist eine seriöse Sicherheitsfirma, du stehst da, bewachst da Häuser, bewachst da verschiedene Anlagen, da wird niemand abgestochen, außer dann bist du zwei Meter groß, eigentlich ganz 1,80 groß, hast Tattoos ohne Ende, wiegst du 120 Kilo, wer sticht dich denn ab, was bist du denn für einer? Ja? Außerdem, wie willst du das Geld denn zurückzahlen? Ja, das mache ich schon so irgendwie. Und ich sag so, ja, aber der Deal war, du nimmst ja nur Geld, wenn du den Nebenjob machst. Dann sagt Phil, ja, ich weiß. Und dann sag ich, okay, also hast du Geld nicht genommen? Doch, hab ich genommen. Dann sag ich, okay, du hast Geld aus meiner Kasse genommen, ohne mit mir zu sprechen nochmal, obwohl du den Deal, dass du einen Nebenjob machen musst, damit du wenigstens ein bisschen was zurückzahlen kannst von den horrenden Summen, Wohnung, Auto, irgendwas wenigstens, damit ich nicht komplett in den Arsch gefickt werde von dir, hast du gesagt, nö, aber Geld habe ich genommen. Ich dachte mir, krass, Alter, Und dann streiten wir und ich sage, was ist los mit dir? Und du, ja, ich weiß nicht, brauchen hin und her. Ich habe wieder Mitleid, okay. Am selben Tag, und bei Gott, ich schwöre, das war so, stehe ich schon da, rauche die Kippe, kommt ein Kumpel, ja, sagt er zu mir, Phil, sieht krass aus jetzt, seitdem der diese Spezialsupplements nimmt. Ich sage so, Phil nimmt doch nur Punkt. Nein, der nimmt jetzt auch Spezialsupplements, die sehr teuer sind. Ich sage so, Moment mal. Diese Supplements kosten pro Kur 3.000 Euro. Wenn Phil sich 200.000 Euro aus der Kasse geholt hat für sein Auto, woher hat er denn das Geld? Dann sage ich, woher weißt du das hier? Ich weiß, dass der das sich besorgt hat. Wann war das? Der sagt, ja, vor 2 oder 3 Wochen. Genau in dem Zeitraum, wo Phil von mir noch mehr Geld fürs Auto wollte. Ja, das heißt also auf Deutsch, sein Auto konnte er selber bezahlen. Er hat in die Kasse gegriffen. Ja, und ich sag in die Kasse gegriffen, weil ich habe gesagt, du darfst dir das Geld aus der Kasse nur nehmen, wenn du diesen Nebenjob annimmst, weil in den letzten 5 Monaten die Phil Bane-Kosten bei Zec Plus schon so groß sind, dass ich mich vor jedem anderen Mitarbeiter schämen muss, wie viel Geld du frisst, Phil, und dass du nichts machst dafür, oder beziehungsweise nur in dem Shop sitzt den ganzen Tag. Phil Bane hat sich trotzdem die 2.000 Euro aus der Kasse geholt, um sich seine Spezialsupplements zu leisten. Ich gehe in den Laden rein, ich sage, Phil, wer hat dir eigentlich in Zürn geschissen? Du hast dir Waxis gekauft, jetzt habe ich gesagt, für 2.000 Euro, als du in die Kasse gegriffen hast. Fängst du an zu heulen. Ja, ich wollte nur gut aussehen für Sec Plus. Matthias, ich mach das nur für dich, nur für dich. Guck mal, wie du mich gewickelt hast. Nur für dich mache ich das. Hast du mir erzählt, du machst das nur für den Laden. Du hast dir Geld aus der Kasse geholt für Wachs, damit du besser aussiehst. Damit der Laden besser läuft. Und ich dachte mir, du Spasti, diese 3 Einheiten Wachs am Tag machen dich auch nicht breiter. Du bist doch eh schon breit ohne Ende. Wie soll der Laden besser laufen, weil du 3 Einheiten oder 4 Einheiten Wachs am Tag nimmst? Natürlich Apothekenwachs. Der Phil nimmt doch keinen Schrott. Phil kauft das teure Wachs von meinem Geld. Nein, er hätte auch China-Wachs kaufen können. Für 500 Euro. Nein. Phil Bane greift in die Kasse, der kauft Apothekenwachs. Schön sauber. Damit es teuer wird für mich, wenn er in die Kasse greift. Ja? So ist Phil Bane, der jetzige Ehrenmann, wo irgendwelche Kevin Dutschmanns oder Marvin Dutschmanns auf Gannikus schreiben, Phil Bane Ehrenmann, der uns beklaut und abgezockt hat. Aber das ist noch gar nichts zu dem, was jetzt kommt. Das ist noch harmlos. Also dass Phil einfach Geld von mir nimmt, was ihm nicht zusteht und für Wachs kauft, ist eigentlich noch normal bei Phil Bane.
Ja, das ist noch ganz normal. Jetzt kommt aber der Shit. Langsam spitzt sich die Lage zu. Ich denke, boah, ist der undankbar, geht eigentlich gar nicht mehr, habe aber immer noch Mitleid, immer wieder Handy, guck hier, ich zahle das Geld nach Hause, meine Eltern, meine Kinder brauchen Geld, mein Kind braucht Geld, meine Frau braucht Geld, die holen mir alles weg, ich brauche Geld, 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 Geld. Es geht nur um, ich brauche Geld, Geld, Geld. Aber du hast immer neue Jordan-T-Shirts an. Nein, Phil Bane holt auch nicht mal ein Sek-Plus-Shirt aus dem Laden. Nein, er hat ein Jordan-T-Shirt an oder irgendwas Teures und auch Steak. Man kann ja nicht den ganzen Tag Pute essen. Steak, schönes Steak, kauft er sich ein Filet und isst davon 800 Gramm am Tag. Das frisst natürlich das Geld von Sek Plus auf. Okay, jetzt kommt aber der Gipfel. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, Phil, zur FIBO bist du aus der Wohnung raus. Ich komme mit 3 Mann, wir haben nicht genug Hotelzimmer, ich muss in der Wohnung schlafen, ich habe viele Sachen dabei. Dafür habe ich die Wohnung, du bist jetzt fast ein Jahr da drin, es reicht. Dann sagt Phil Bane, ja, aber die Wohnung miete ich mir nicht, dann schlafe ich im Laden. Auch schon wieder ein Fehler von mir. Ich sag, okay, weißt du was, schlafe im Hinterzimmer vom Laden. Eigentlich hätte ich dafür schon Miete brechen müssen. Wer schläft kostenlos? Der Laden kostet Miete und die Hälfte des Ladens hast du nur noch privat genutzt, wo jeder normale Mensch Miete. Aber wenn ich bei Sek Plus, von Matthias kann man nehmen. Von Matthias, dem Hund, da war ich wirklich ein Hund in dem Moment, kann man nehmen. Schläft mal wieder kostenlos. Ich sag noch, kein Problem, schlaf kostenlos im Laden. Okay, Malik ruft dich montags vor der FIBO an, sagt, Phil, mach bitte die Wohnung sauber und alles frei, damit Matthias da schlafen kann, weil wir haben dir die Wohnung auch sauber überlassen. Wir haben sogar einen Reinigungsdienst für 100 Euro geholt, der die Wohnung blitzblank gemacht hat, damit Phil Bane im September wie ein König in Köln einziehen kann. Wie ein König muss Phil Bane in Köln bekommen, haben wir den willkommen geheißen. Der zieht also eine saubere Wohnung ein. Okay. FIBO. Ein Tag vor der FIBO war das Interview mit Matze Busse auf dem Antro, wo ich schon mal allen Danke-Sagern danken möchte. War das Interview. Dienstag auf Mittwochnacht wurde das Interview, der zweite Teil im Street Cinema Studio in Köln gedreht. Das heißt, Dienstag bin ich hingefahren, rufe ich Phil an, sage ich zu Phil, ist die Wohnung sauber? Ja, schon richtig beleidigt. Ich denke, was ist los? Ist doch nur die Wohnung, ob die sauber ist. Ja, die Wohnung ist sauber. Sag ich, hast du Bett bezogen? Nö. Dann sag ich, wieso nicht? Kein Bock. Ich sag, okay, wäre nett gewesen, so vielleicht gerade Bett beziehen, damit ich das halt nicht... Aber gut, egal. Und denk bitte an meinen Parkplatz, ne? Ich muss da parken. Und dann sagt er zu mir, wo soll ich denn parken? Dann sag ich so, Phil, das ist mein Parkplatz, den bezahle ich schon seit 10 Monaten, der gehört mir. Wenn ich jetzt mal komme in meine Wohnung, die mir gehört, die ich auch bezahle die ganze Zeit, werde ich ja wohl auf meinem Parkplatz parken dürfen. Ja, dann krieg ich einen Strafzettel, Matthias. Dann sagst du, Phil, bei allem Respekt, wenn du auf meinem Parkplatz parkst, den ich bezahle, kriege ich einen Strafzettel. Jeder andere normale Mensch, der in einem Shop arbeitet, muss auch einen Parkplatz suchen, weil das ist ja mein Parkplatz, den bezahle ja ich. Den habe ich dir ja schon 10 Monate geschenkt, aber jetzt ziehe ich ja wieder in die Wohnung ein und du warst ja schon da drin die ganze Zeit kostenlos. Sieht er nicht ein. Er findet, der Parkplatz steht ihm weiter zu. Ich lege auf. Ich denke mir, was ein Spasti. Ich denke mir, was ein Otto. Du schenkst ihm den Parkplatz und das Dings, den Parkplatz und die Wohnung 10 Monate oder 6, 7 Monate zu dem Zeitpunkt oder 8, 9, ich weiß gar nicht mehr genau, 9 glaube ich, dann möchtest du, dass die wieder frei wird, weil er ja schon die ganze Zeit kostenlos lebt und das niemals zurückzahlen wird und er hat sich 200.000 Euro aus der Kasse für Wachsgold, die er auch noch nicht zurückbezahlt hat, kein Cent, bis heute nicht, damals auch nicht, aber ich darf nicht meinen Parkplatz haben, also ich soll die ganze FIBO-Zeit meinen bezahlten Parkplatz an Phil geben und selber woanders parken. Und Strafzettel eventuell bekommen. Oder weiterlaufen, was für Bane natürlich zu viel ist. Wieso weiterlaufen? Man hat ja Shopgeld, man hat Sponsoringgeld, man hat Produkte, man hat Wohnung, läuft doch bei Phil Bane. Ne? Der böse Matthias hat ihm quasi das wieder weggenommen. Was ihm eben nicht zustand, weil es eigentlich Matthias sein Eigentum war. Also du bist so ein Typ, der will einem seine Freundin ficken und wenn man dann kommt und sagt, sag mal, wieso hast du eigentlich meine Freundin gefickt, Phil? Dann sagst du, ja, ich fick die jetzt schon 3 Wochen, die gehört jetzt mir. Oder was ist deine Denkweise? Also was geht in deinem kackbeschissenen Kopf vor, dass du so eine Fotze bist, der so ehrenlos ist und gar keinen Anstand besitzt und so eine Denkweise in den Tag legt. Ja? Plus noch, dass wir dich gepusht haben ohne Ende und dich überhaupt zu viel Bang gemacht haben und gerade dabei waren, ein YouTube aus dir zu machen, wo du auch später alle YouTube-Einnahmen bekommen hättest und alle Einnahmen, wir wollten nur unsere Werbung, das war immer der Deal, haben wir, wenn wir dich bekannt machen, wir wollen nichts davon haben. Das auch nochmal zum Punkt, ja? Wir wollten nie was davon haben, wenn du dann durch deine Bekanntheit anderes Geld verdienst, außer Sek Plus. Und bei Sek Plus hätten wir dich dafür auch noch bezahlt. Also, du hattest den Jackpot-Deal überhaupt. Okay, ich bin ein bisschen abgefuckt, aber egal, ich vergesse das wieder. Ich war ins Street Cinema Studio. Ich drehe das Interview. Es ist dann 5 Uhr morgens. Ich muss extrem dringend kacken. Ich bin extrem glücklich nach dem Interview. Will einfach nur nach Hause und kacken, ja?
Fahre nach Hause zu meiner Wohnung, wo Phil Bane 10 Monate drin war. Komme in diese Wohnung. Stinkt. Stinkt. Komplett gestank. Es ist einfach nur am Stinken. Ich denke mir, krass, was ist denn hier los? Davon habe ich übrigens so ein Video, was gleich kommt. Es stinkt ohne Ende. Plötzlich in meinem Flur Duftbäume. Überall hängen Duftbäume. Ich habe gedacht, ich bin auf LSD. Ich habe nur noch Duftbäume gesehen. Duftbäume, Duftbäume, Duftbäume. Ich denke, was ist denn hier los? Stinkt wie Scheiße. Und Duftbäume hängen überall. So diese kleinen Plauen. Kennt ihr diese Tannenbäumchen, Duftbäume? Die hängen überall rum. Ich war wie in so einem falschen Film. Ich dachte, was ist hier los? Ich gehe in mein Wohnzimmer. Es gibt kein Wohnzimmer mehr. Wohnzimmer leer. Nur Müll. Fußmatten, Autofußmatten, keine Ahnung, Spritzen, Scheißdreck, Dosen. Ich denke mir, was ist denn hier passiert? Wohnzimmer weg, Couch alles weg, Tisch alles weg und nur Müll auf dem Boden und stinkt. Ich denke mir, okay, krass, ich gehe in die Küche. In der Küche finde ich meinen Wohnzimmertisch. Ja, hat Phil Bane sich eine Küche gebaut, kein Problem, okay, kein Problem. Ich gehe ins Schlafzimmer. Aus meinen Couchmöbeln hat Phil Bane sich ein Bett gebaut, obwohl ich da ein Bett hatte. Was sein Problem mit dem Bett war, keine Ahnung. Vielleicht hat er auf meinem Bett nur die ganzen Nutten durchgefickt, die er sich hat mal kommen lassen. Oder, und dann hat er auf der Couch geschlafen, weil er mein Bett lieber verwichst hat, weil das, vielleicht war mein Bett das Gangbang-Bett. Ich habe es auch nie wieder benutzt danach. Vielleicht wurde mein Bett zum Phil Bane Gangbang-Bett. Und er hat gesagt, boah, auf so einem Trekking-Bett lasse ich den fetten Matthias nachher schlafen. Ich baue mir die Couch um zu einem Bett. Auf jeden Fall Couch zu einem Bett umgebaut, okay. Schlafzimmer war eigentlich ganz in Ordnung. Ich bin ein bisschen abgefuckt, ich denke mir, ja, okay, gut, stinkt ein bisschen, Duftbäume, Wohnzimmer vergammelt, ah, mein Gott. Nee, ich war schon sauer. Ich habe aber schon gedacht, naja, ne? Ich war so, keine Ahnung, ich weiß nicht, welchen Modus ich hatte, ich weiß auf jeden Fall, welchen Modus ich jetzt kam. Dann gehe ich ins Klo, ins Bad. Ich mache die Badezimmertür auf. Ich gucke und ich sage, nee, Spiegel, ja, da ist so ein Spiegel, so eine Spiegelwand, wo man aufmachen kann, wo dann Zahnpasta drinsteht. Einfach alles verschmixt. Die Spiegel standen noch auf. Also sie hat beim Ausräumen nicht mal die Spiegel zugemacht. Spiegel offen gelassen. Zahnpasta am Spiegel, Waschbecken total verwichst. Auf dem Boden lag so ein offener Seifenspender, wo der Kopf so ab war. Wisst ihr, Kinder, diese Seifenspender lag so auf dem Boden, nur Müll, Badewanne dreckig, Spritzen, diese kleinen zum Desinfizieren vom Injektion, die man so aufreißt, diese Tücher liegen auf dem Boden. Und dann kommt das Klo. Das Klo war das Highlight. Verschissen und verpisst. Klodeckel voll harter Pisse. Der Klodeckel voller harter Pisse. Und verschissen. Es ist uns gestunken wie Sau. Ich denke mir, krass, ich muss kacken. Ich war so zwischen Lachen und Weinen. Zwischen, oh mein Gott, ich muss kacken. Und zwischen, alter Schwede, hier kann kein Mensch kacken gehen. Was hat der mit meiner Wohnung gemacht? Und wieso hinterlässt der mir die so? Ich fahre zu Malik. Morgens um 7 Uhr. Ich klingel Sturm. Ich sag, Malik, steh auf, mach auf, mach auf, mach auf. Malik. Übrigens mein bester Freund aus Köln, der auch mit mir Sekt Plus macht sozusagen, oder bei Sekt Plus dabei ist. Und sich um Phil Bane gekümmert hat, der sich um den Laden kümmert, der sich um alles in Köln kümmert, der auch gleichzeitig Chef von Sweet Cinema ist. Viele Leute werden den kennen aus meinen Videos, viele Leute werden den kennen aus anderen Videos, viele Leute werden den kennen aus den Palästina-Dokus. Auf jeden Fall war er quasi Phils Betreuer in Köln. Weil Phil, das kann man schon Betreuer nennen, weil Phil Bane alleine ist nicht lebensfähig. Er braucht alles von anderen Menschen. Ich will hin, klingel, 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 der sagt, was ist los, was machst du hier? Ich sage, lass mich kacken gehen und ich erzähle dir und du wirst ausflippen. Ich gehe kacken in Ruhe, ne? Das habe ich übrigens kacken oft erwähnt. Und dann erzähle ich Malik, guck mal Malik, wir haben dem gutes Gehalt gezahlt. Darauf mehr Geld, weil er heimzahlen musste. Wir haben ihm eine Wohnung 9 Monate geschenkt und einen Stellplatz. Er ist undankbar und dann verkackt und verpisst er mir meine Wohnung. Und einen Tag vor der FIBO, morgens 7 Uhr, mittwochs morgens 7, donnerstags morgens um 9 geht die FIBO los. Also noch 24 Stunden habe ich bis zur FIBO, habe ich keinen Schlafplatz, weil in dieser Wohnung schlafe ich nicht. Und diese Wohnung mache ich jetzt morgens um 7 Uhr nicht selber sauber und in diese Wohnung gehe ich jetzt auch nicht mehr rein. Die macht Phil sauber. Das war einfach ekelhaft. Okay, wir telefonieren ganz Köln ab, um eine Messe ein Hotel zu finden. Dann finde ich ein Hotelzimmer. Zum Glück noch für die Messe, für mich alleine. Die anderen Menschen, die anreisen sollten in meinem Hotelzimmer, die haben kein Hotel gehabt, die kamen dann alle nur für einen Tag. Das hat Phil Bane auch noch hingekriegt. Ich bin mit Malik zu Hause, wir reden drüber, wir machen uns Gedanken über die Sache, was ist los mit diesem Phil. Und kommen einfach zum Schluss, der ist ein Otto. Wir kamen noch nicht mal zum Schluss, der ist ein Hurensohn. Und Hurensohn meine ich jetzt mit nicht Mutter, sondern Hurensohn im Sinne von, wir kategorieren einen, Ottos und Hurensöhne. Ein Hurensohn ist ein Typ, der dich abzockt und betrübt. Und Otto, der ist einfach der, der nicht merkt, was er macht. Phil ist aber eigentlich Rechteres, also was ich eben hier an der Seite gezeigt habe. Wir haben gedacht, der ist einfach nur ein Otto. Ja? Und haben gedacht, was machen wir jetzt? Ich sage, ey, ich habe dann noch gesagt, nein, der ist ein Betrüger, der ist ein Abzug, der hat das extra gemacht, der hat uns extra, der ist beleidigt, weil wir ihm die Wohnung wieder wegholen, obwohl es ihm geschenkt war. Der wollte uns einen reinwichsen damit, der wollte, dass ich nicht da schlafen kann. Wobei er auch selber drin so gelebt haben muss, muss man dabei sagen, was so ekelhaft noch dazu ist. Ja? Ja? Und
Auf jeden Fall, wir reden drüber, was machen wir. Dann kamen wir auf die Entscheidung, wir geben Phil jetzt erstmal Fibo-Verbot, weil darauf hat er sich gefreut, du kommst nicht zu Fibo, Phil. Danach überlegen wir weiter, was wir mit ihm machen. Ja? Wir fassen also zusammen. Wie ein Schmarotzer bei uns gelebt, auf unsere Kosten. Wir haben ihn gepusht. Er hat sich 200.000 Euro aus der Kasse geholt für Wachs, die er bis heute nicht zurückgezahlt hat. Bis heute nicht, also bis Stand heute nicht. Plus er hat meine Wohnung, als er sie abgeben musste, und dann im Shop schlafen durfte, kostenlos. Also er musste sich noch nicht mal zu einer Wohnung holen. Nein, er durfte wieder im Shop schlafen, im Hinterraum, mit Klo, mit allem drum und dran, alles neu gemacht. Wieder kostenlos. Was für Phil Bane verständlich ist. Also, dass Phil Bane sich eine Wohnung geholt hätte von dem Gehalt, wie das jeder von euch da draußen muss, das war für Phil Bane sowieso ausgeschlossen. Das war für diesen Abzocker ausgeschlossen. Okay. Wir sind voll abgefuckt, aber Fibo geht los. Ich schlafe im Hotel, wir denken nicht drüber nach. Danach denken wir, was machen wir mit Phil? Wir reden so darüber. Ich erzähle jedem die Story. Ich habe das Video vom Laden da, ich zeig das, das Malik gezeigt, Maliks Mama. Ich habe es dann Jupp gezeigt, Yusuf hat gesagt, ey, ich fahr sofort den Laden, reiß den Kopf ab, sowas geht gar nicht, wie respektlos ist der? Du schenkst dem dein Heim für 10 Monate, der verpisst und verkackt es dir und gibst dir so zurück, als wärst du ein Hund, weißt du? Also, mich so zu behandeln wie ein Hund, du holst meine Wohnung, verkackst und verpisst und dann hier, Matthias, hol deinen Scheiß zurück. So, der Jupp wollte direkt den Kopf abreißen. Ich habe das Fahrrad gezeigt, da sagt der Fahrrad, boah, was ist das für ein asozialer Alter? Was für ein asozialer Typ, und den pushen wir hier die ganze Zeit. Ich habe das Tim Gabel gezeigt und Nico. Ich habe mit Nico und Tim Gabel an der Fibo in Rebel Lounge gesessen, denen das erzählt. Dann sagte Tim Gabel so, boah, ekelhaft, Alter, was ein Typ, wie respektlos. Und dann sagt Nico, der kleine Nico, der herzliche Nico, sagt zu mir, dem angeblich so bösen Matthias, wie die Medien ja, also die Fitnessmedien berichten, Matthias, du hast ein viel zu gutes Herz. Ein viel zu gutes Herz, werf den sofort raus. Ich wollte ihn auch rauswerfen. Nach der Fibo, solche SMS von Phil, Entschuldigung, ich stehe mir selber im Weg, hat er geschrieben, dies, das, bitte, ich war so traurig, nicht zu viel, ich will den Job behalten, bla 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 bla. Ich sag zu Malik, Phil soll den Job behalten, aber ich will erstmal nicht mehr in diesen Laden gehen. Ich werde diesen Laden nicht mehr betreten. Erstmal. Okay, wir behalten Phil. Schon wieder gütig. Schon wieder hat der tätowierte Phil, der auf Doofkopf tut, ich bin so doof und ich kann ja nichts dafür, uns gewickelt. Schon wieder hat er uns gewickelt, weil da hätten wir sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter. Hier ist Schluss. Haben wir aber nicht. Wir haben wieder den im Laden gelassen. Also Fibo-Verbot. Also Fibo verboten hinzukommen, dann im Laden gelassen. Okay. Dann ein, zwei Monate gehen rum. Es kommen immer mehr Beschwerden aus dem Laden. Der Laden stinkt. Es sind keine Produkte da. Immer mehr Beschwerden. Laden zu spät offen. Ich rufe Malik an, ich sage zu Malik, ey, der Phil macht, glaube ich, nur noch Scheiße da. Guck mal danach. Das war dann irgendwann so, also das ist über eine Entwicklung, über eine Zeit. Die Beschwerden haben sich angehäuft. Jedenfalls Anfang August. Malik geht irgendwie in den Laden und im Laden stinkt's, hat er gesagt. Ne? Er meinte, es stinkt nach vergammeltem Steak, nach dies, nach das. Macht Phil eine richtige Ansage. Phil, du hast 3 Tage Zeit, dann ist der Laden sauber, es stinkt hier nicht mehr drin und die Öffnungszeiten stimmen wieder. Phil sagt, ja, okay, mach ich. 3 Tage später bin ich in Köln, weil wir fahren nach Stuttgart zu Tim Gabel. Das war der 7. August, glaube ich. Der 7. August. Und übrigens, bei der Fibo hat sich Phil am 13. entschuldigt. Also noch Tage nach der Fibo erst entschuldigt. Ja, wir fahren nach Stuttgart, ja, kommen morgens um 8 Uhr nach Hause von Stuttgart, morgens um 18 Uhr wieder in Köln. Dann sage ich zu Malik, dann sagt Malik mir, ja, heute Mittag gehe ich in den Laden. Phil muss endlich da Sauberkeit reinbringen und den Laden in Ordnung bringen, ne? Und ich sage, okay. Dann sagt Malik, ich habe übrigens das Jahresgeld vom Laden abgeholt von der Bank, hol das bitte mit nach Trier, wenn du nach Hause fährst. Und wollte mir das Geld geben, das waren dann 10 Umschläge oder 9 Umschläge. Auf den Umschlägen standen die Beträge, ich gucke die Umschläge kurz durch, bevor ich die eingesteckt habe. Dann sehe ich, die ganze Zeit geht der Laden hoch. Ab April, seit der Fibo, 30% Umsatz ein Einfall. Dann sage ich so, der Phil hat... Entschuldigung, noch eine Sache. An einem Tag vor Stuttgart, als Malik da im Laden war wegen dem Gestank, gab es noch die andere Sache, über die es überhaupt geht. Und zwar wurde von anderen Leuten angeschuldigt, dass der Phil im Laden ein Business aufzieht hinter unserem Rücken. Was nicht geht, was unser Image schädigt, was für uns das Schlimmste wäre, was passieren könnte und was klipp und klar von uns untersagt wurde zu machen. Also an dem Tag, wo Malik also dort war, wegen dem Gestank, war er dort wegen Dingen, die da abliefen, die Phil da abgezogen hat, hat zu Phil gesagt, wenn du das machst, Phil, fliegst du sofort raus, das geht in unserem Laden nicht. Phil hat alles abgestritten, er macht das im Laden nicht. Okay, wir haben den besagten Freitagmorgen, wo wir Donnerstag von Stuttgart heimkamen, wir sehen, die Umschläge stimmen nicht. Ich sag zu Malik, der Typ klaut und er hat dieses Business im Laden aufgezogen. Was machen wir jetzt? Wir haben 8 Uhr morgens. Malik sagt, weißt du was, wir fahren jetzt in den Laden, wir klären es. Wir sind schon 24 Stunden wach. Wir fahren jetzt in den Laden, sprechen ihn auf beides an. Auf den Diebstahl und auf
die Sachen mit dem eigenen Business im Laden. Wir fahren in den Laden, Phil ist da. Wir setzen Phil auf den Stuhl, wir brüllen ihn an, Malik brüllt ihn an, sagt, du hast hier ein Business aufgezogen, du hast ein Business aufgezogen, das und das, die und die Leute haben gesagt, du hast ein Business, nein, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. Irgendwann, okay, hab ich. Ich wollte mir was dazu verdienen, deswegen habe ich hinter eurem Rücken hier ein Business aufgezogen, ich bin komplett eskaliert. Ich habe angefangen zu schwitzen, ich bin ausgerastet, ich sage, was bist du für ein Spasti, wie kannst du das machen, hinter unserem Rücken so ein Business aufziehen im Laden, das schädigt uns, wenn das rauskommt, wenn das Leute erfahren, mit wem hast du das Business betrieben, sag mal, tickst du noch richtig, wir flippen komplett aus. Phil ist du einfach überfordert, ich bin überfordert, ja? Okay, dann sprechen. Das geht also gar nicht, Leute. Er hat also ein Business im Laden aufgezogen, was uns extrem, extrem, extrem schädigen würde. Es wird uns extrem schädigen, wenn sowas passieren würde, wenn es rausgekommen wäre, beziehungsweise er war zum Glück, weil ganz Köln kennt uns, jeder kennt uns, keiner kennt ihn, haben wir quasi in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen dieses Business entlarvt und beendet. Also er konnte es uns nicht schaden oder rauffliegen, aber es hätte uns richtig das Genick brechen können, uns richtig schlechten Ruf, weil niemand hätte gedacht, dass Phil das macht, alle hätten gedacht, dass wir da drin stecken. Wir hatten damit aber nichts zu tun, das war komplett Phils Business. Also hat dieser ekelhafte Typ nicht nur Geld aus der Kasse geholt, nicht nur geschmarotzt und gewohnt kostenlos, sondern auch noch ein Business im Zeklus-Laden aufgezogen, der komplett Zeklus das ganze Image hätte zerstören können und seinen richtig schlechten Ruf anhaften können. Und außerdem, so ein Business zieht man in gar keinem Laden auf. Ja? Also kann man draußen irgendwo machen, das kann jeder für sich selber entscheiden, was er macht. Ich bin da persönlich, moralisch nicht dagegen, das interessiert mich nicht, aber niemals im Zeklus-Store, niemals in einem Store von dem anderen, niemals kannst du etwas machen, wo du jemand anderen in die Scheiße mit reinreiten könntest. Das geht gar nicht. Dann sprechen wir ihn auf die Kohle an, er streitet die Kohle komplett ab. Er streitet ab, fängt an zu heulen. Ich habe dann so eine Eiweißdose auf ihn geworfen, Regal umgeschmissen, er fängt an zu heulen. Hier muss auch was Gutes gewesen sein. Was für mich nur ein geschauspieltes Geheule war, weil du bist eine ekelhaft durchtriebene Ratte und hast nur dich zum Schein ergeben, weil du liest dir diese ganzen NLP-Scheiß 48 Gesetze der Machtbücher da den ganzen Tag. Ja, ich weiß, man wird nicht denken, dass Phil Ben lesen kann, aber er liest wirklich viel. Du hast dich nur zum Schein ergeben. Okay. Ich irgendwann am Schwitzen, am Ausrasten, ich habe gesagt, ich muss hier raus, ich kann das nicht mehr. Malik schmeißt den Typen raus, ich bin weg, ich fahre nach Hause. Ich fahre weg, Malik schmeißt den raus, ich liege im Hotel, ich kann die ganze Nacht nicht pennen, ich bin den ganzen Tag wach geblieben. Ja. Okay, wir sind bei dem Standpunkt, Phil Bain hat in die Kasse gegriffen und nichts zurückgezahlt und sich Wachs davon gekauft. Er hat kostenlos gelebt und sieht nicht einen Cent zu bezahlen. Er hat die Wohnung verpisst und verschissen zurückgelassen. Also ich habe ihm mein Heim als Wohnung, mein Heim gestellt für eine Zeit. Er hat das nicht respektiert, reingepisst, reingeschissen. Ich weiß gar nicht, wie du selber da drin leben konntest, du Hund. Wie konntest du selber so leben? Die Pisse war ja schon Wochen alt wahrscheinlich. Das war ja nicht frisch. Ja, und alles, wie das da aussah. Das kann man nicht im Tag verwüstet haben. Das hast du nicht extra für mich verwüstet. Du lebst scheinbar einfach so. Ja? Okay, wir sagen, geklaut hat er nicht. Er hat aber das und das gemacht. Er muss weg. Ja? Okay, wir werfen ihn raus. Macht er dann ein Video? Nee, wir werfen ihn raus. Erstmal Stille, man hört nichts von ihm. Wir werfen ihn raus. Wir stellen Jascha ein. Jascha macht den Laden sauber. Jascha musste dann, das war so ekelhaft, ich habe Fotos davon gesehen auch, hat dann den Laden hinten sauber gemacht, wo viel geschlafen hat. Unter seinem Bett, was er sich gebaut hat, waren Maden. Überall waren vergammelte Essensreste. Es sah aus wie ein Sau. Wir mussten den Laden komplett grundreinigen. Wir haben den Laden auch, glaube ich, 3 Wochen geschlossen dafür. Haben den komplett grundgereinigt und neu eröffnet. Auch noch eine Sache. Er hat also den Laden extra vergammeln lassen, damit Zeklus einen schlechten Ruf hat. Und das hat er alles extra gemacht. Da bin ich mir heute 100% sicher. Das war dieser Phil extra. Weil der Umsatz ist ja runtergegangen. Dann haben wir nämlich gedacht, okay, der hat wirklich nicht geklaut. Der Umsatz ist runtergegangen um 30%, weil der Laden gestunken hat, weil keine neuen Produkte da waren. An dem Morgen, wo ich da war, stand noch offene Eiweißdosen darum. Wir haben eine Spritze vorne im Laden gefunden von ihm. Ist ja kein Thema, dass er spritzt. Wir spritzen ja alle. Aber nicht vorne in den Laden legen. Das ist ja total krank. Das kann er hinten in seinem Abstellraum machen, nicht vorne im Laden. Total paradox. Ja? Okay, wir denken also, okay, er hat die Wohnung genommen und keinen Cent bezahlt und kostenlos gelebt und verpisst zurückgelassen. Okay, er hat 2.500 Euro aus der Kasse genommen. Ja? Und okay, er hat ein Business im Laden betrieben, was uns hätte das Genick brechen können. Aber geklaut hat er wirklich nicht. Total behindert der Gedanke, dass er nicht geklaut hätte, nachdem, was er schon alles durchgezogen hat mit uns. Dann sitzen wir mit dem Steuerberater zusammen, Malek und ich. Das war der Tag, wo wir mit Kollegen und dem Steuerberater saßen, um die Anpackerstiftung zu gründen.
Dann ist Kollege frühzeitig gegangen, nachdem wir die Anpacker-Stiftung Sachen beendet haben. Da haben Malik nicht noch mit dem Steuerberater gesessen. Der Steuerberater hat gesagt, wir müssen über den Laden reden. Produktbestand, ja, zu Kasse fehlen 9.000 Euro. Ja, es fehlen 9.000 Euro. Wir sagen so, ja, der Phil hat das und das da im Laden getrieben und das gemacht und das aber geklaut. Sagt der Steuerberater, aber sollen 9.000 Euro hin sein? Der sagt der Steuerberater, okay, vielleicht hat der Phil sich um 2.000, 3.000 Euro verrechnet, aber die 9.000, aber 7.000 oder 6.000 Euro hat er entwendet. 9.000 Euro verrechnet sich kein Mensch in 9 Monaten. Das sind 1.000 Euro Verrechnung pro Monat. So doof ist ja keiner. Der hat das geklaut. Wir sind noch so hin und her gerissen, denken aber auch, er hat geklaut. Der Steuerberater sagt, okay, der Fall ist so, ihr müsst ihm einen Brief schreiben. Er muss das unterschreiben, ob er es geklaut hat oder nicht. Sonst musst du, Matthias, das von deinem privaten Geld nochmal reinlegen, weil sonst werden 9.000 Euro Umsatzsteuer, Einkommensteuer fällig für dich. Ja? Wir sagen, okay, wir haben aber schon hier einen Schuldschein für Phil, für die 2.500 Euro aus der Kasse, weil bei der Kündigung haben wir dir gesagt, Phil, verpiss dich, nimm das von der Wohnung, diese 9.000 Euro oder was, diese 6.800 Euro, die die Wohnung dich gekostet hat und meine ganzen Hotelkosten, davon wollen wir keinen Cent, aber die 2.500 Euro für deine Waxis aus der Kasse, die zahlst du zurück. Und das hast du auch unterschrieben, weil du streitest das ja ab bei deinen neuen Freunden, bei diesem Karl-Spaß, die immer den ganzen Leuten streitest, du ja ab, dass du uns 2.500 Euro auf Papier schuldest. Die schuldest du uns auf Papier. Und wir haben dir 5 oder 6 Briefe geschickt bezüglich der 9.000 Euro, dass du dazu Stellung beziehen sollst, was damit ist. Weil sonst müssten wir eigentlich eine Anzeige machen, damit die Staatsanwaltschaft gegen dich ermittelt, damit ich die 9.000 Euro als Verlust, als Diebstahl abschreiben kann oder als Dummheit von dir, wenn du dich verrechnet hättest, damit ich die nicht privat reinlegen muss, weil sonst heißt es, dass ich die schwarz rausgenommen hätte oder ich die sonst irgendwie entwendet hätte. Das habe ich aber nicht. Ja? Ich habe diese 9.000 Euro nicht rausgenommen. Okay, das ist eigentlich die Phil Bane-Story. Das sind diese ekelhaften Dinge, die er gegen mich getan hat. Da verstehe ich also 0,0, wie da draußen noch irgendjemand dich supporten kann, Phil. Jeder Typ, der dich supportet, soll kein Sekt Plus mehr kaufen. Supportet ihr Phil Bane, kauft kein Sekt Plus. Findet ihr Phil Bane cool, disliked meine Seite. Mögt ihr Phil Bane, disliked die Sekt Plus Seite. Wir wollen mit Phil Bane nichts zu tun haben. Wir supporten nicht deine dreckigen Trainingspläne, wir supporten nichts von dir. Du bist einfach nur ein räudiger Typ. Wir haben dich wie ein Bruder in Köln aufgenommen, wir haben dir alles gegeben. Selbst die Wohnung, ja, diese Wohnung für 5-6 Monate, hättest du dir nach 5-6 Monaten eine eigene Wohnung gesucht oder in Laden von mir sogar gezogen und nicht noch die 2.500 Kasse geholt und mir die Wohnung nicht verpisst und verschissen, da hätten wir dir sogar geschenkt. Wir hätten dir nie vorgehalten mit der Wohnung. Wir haben es erst vorgehalten, als du angefangen hast, mir die Wohnung verpisst und verschissen zurückzugeben und weil du die 2.500 Euro aus der Kasse genommen hast, ohne diesen besprochenen Nebenjob anzunehmen und auch keinen Cent zurückgezahlt hast, aber jeden Tag Steak gegessen hast. Ja? Okay, im Nachhinein, du bist weg, du Spasti, machst ein Video gegen uns. Wir wollten gar nicht drüber reden. Wir dachten, das ist so eine persönliche Sache. Man sieht auch, ich bin blass, ich schwitze die ganze Zeit. Das ist einfach so eine ekelhafte Geschichte, die man gar nicht erzählen will. Im Nachhinein dachten wir uns, wir schweigen dich einfach tot. Du Spasti, machst ein Video, wo du uns disst. Ich bin von Sekt Plus weggegangen, weil die unkorrekt sind, weil die komisches Marketing betreiben und weil die Rapper asozial sind. Also die Rapper, die dich gepusht haben und ich, der dich so lange gefüttert hat und dir trotz der ganzen Scheiße nicht den Kopf abgerissen hat. Ja? Du Spasti, machst dann ein Video gegen uns, du, der uns beklaut hast, Sachen in unserem Laden verkauft hast, die man nicht verkaufen darf, der in die Kasse gegriffen hat, der die Wohnung verpisst und verschissen hat, der alles gemacht hat, ohne ein paar aufs Maul zu bekommen, was er verdient hätte, der alles gemacht hat, ohne eine Anzeige zu bekommen. Du Spasti, machst dann gegen uns ein Video und dann habe ich gedacht, das muss öffentlich. Dann habe ich live was dazu gesagt. Du hast dich so halb entschuldigt, aber nicht richtig. Und jetzt sitzt du bei Gannikus rum und sagst, über Sekt Plus will ich nicht reden. Ja? Das ist hier das Problem, wieso wir heute hier sitzen und ich dieses dreckige Video mache mit Magenschmerzen. Man merkt auch, ich bin nicht so gut drauf wie sonst. Das ist einfach ein räudiges Video, weil es gar keinen Spaß macht auch, wo man einfach nur zeigt, was für ein ekelhaft kalkulierter Typ du bist. Und jetzt, ja, jetzt rufen wir den Samuel noch an zum Abschluss des Videos. Der uns auch noch einige interessante Stories, weil der Samuel hat mich am Montag angerufen, wo ich das erste Mal das Video gemacht habe und mir noch ein paar Hintergrundinfos erzählt, weil der Samuel hat dich gemanagt, nachdem du bei mir weg warst, ja, und dann hast du ihn auch abgezogen, laut seinen Worten zumindest, und wir glauben das mal, das hört sich ja realistisch an, plus noch eine Sache, die du uns angetan hast, wie du uns wieder beklaut hast, die der Samuel aufstellt, diese Behauptung, und die wir für sehr, 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 sehr realistisch halten, dass sie stimmt,
Wir rufen den jetzt live an. Man muss dabei sagen, Samuel, ich treffe nicht das erste Mal, weil es hier ist das zweite Mal, dass ich das Video drehe. Ich habe also den Samuel Montag, als ich das Video gedreht habe, schon mal angerufen. Ich rufe den aber jetzt wieder an. Ja? Deswegen, wenn man denkt, wir haben schon mal drüber geredet, liegt daran, ich muss das Video zweimal drehen. Ich mache direkt auf Freisprechanlage hier. Hoffen wir, dass er dran geht. Jo, Matthias, grüß dich. Jo. Ich dachte schon, du gehst nicht dran. Das wäre natürlich jetzt besonders schlecht gewesen. Ne? Ja. Also wir sind jetzt beim zweiten Take meines Videos, wie du ja weißt. Ich muss sagen, das Video ist echt nicht gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch beim zweiten Take. Wir müssen keinen dritten machen. Auf jeden Fall, ja. Lass dich jetzt einfach mal reden, ich habe den Leuten schon alles erklärt. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, weil wir schon mal so dieselbe Situation hatten, mir es jetzt so doof vorkommt, das zu wiederholen. Aber auf jeden Fall, ich habe den Leuten halt erklärt, ich habe auch gesagt, dass wir zum zweiten Mal gerade vor der Kamera telefonieren, weil ich das nochmal drehen musste. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, red du einfach mal erstmal die Sachen von dir aus und dann frage ich dich noch ein paar Sachen vor der Kamera, die für mich sehr interessant wären. So ähnlich wie halt beim letzten Mal. Ne? Also falls das hier irgendwie abgekatert sich anhört, wir drehen es einfach zum zweiten Mal, Leute. Ja? Okay, Samuel, erzähl mal bitte deine Version über Phil Bane, den Weggang und was da alles so passiert ist und was du mir so erzählt hast. Speziell auch die Sache mit dem Laden, diese eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig, ja? Okay, alles klar. Ja, einfach vielleicht nochmal ganz kurz zur Vorgeschichte von den letzten Tagen, vor allem, um das Ganze zu verstehen aus meiner Sicht. Bei mir sah es eigentlich so aus, bis vor ein paar Tagen, dass ich mir einfach gesagt habe, ich möchte die ganze Sache mit Phil persönlich eigentlich einfach rechtlich lösen und eigentlich nicht an die Öffentlichkeit bringen. Habe aber dann halt eben vor ein paar Tagen Matthias Facebook-Posts gelesen, wo er auch geschrieben hat, wie sauer er auf Phil ist, wie viele Aktionen Phil sich eigentlich erlaubt hat. Und mir geht es ja definitiv genauso. Das war einfach der Grund, warum ich mich einfach nochmal bei Matthias und Malik melden musste. Vor allem erstmal, um mich zu entschuldigen, dass ich damals nicht auf sie gehört habe, weil ich wurde ja gewissermaßen gewarnt. Dann natürlich, weil ich auch nicht mit den ganzen Sachen, die Phil abgezogen hat, in Verbindung gebracht werden möchte. Und das Ganze muss halt eben aus meiner Sicht einfach an die Öffentlichkeit, da sonst noch mehr Leute auf diesen Typen reinfallen. Man kann es einfach nicht für sich behalten. Und aus meiner Sicht, beziehungsweise wie es bei mir aussieht, warum ich so sauer bin, um es kurz zusammenzufassen, Phil schuldet mir mittlerweile einfach eine hohe Summe an Geld. Seine Kunden wurden verarscht, das weiß ich, weil ich alles mit angesehen habe. Leute, die geschäftlich mit ihm zusammengearbeitet haben, wurden verarscht, werden verarscht. Eine Freundin, die er ausnutzt, und er ist definitiv halt einfach nicht der ruhige, liebe, bodenständige Typ, den halt viele so von seiner Seite kennen. Das ist ja das Schlimme, ganz kurz muss ich dazwischen krätschen. Das Schlimme ist, wie so wie wir heute hier sitzen, ist ja, weil wir in die Bredouille kamen, was sagen zu müssen, weil der Phil Bane geht bei Sek Plus weg, macht bei Garnet ein Interview und jeder schreit drüber, boah, ist der lieb, boah, ist der nett, der war bestimmt im Recht, Sek Plus die Bösen, ne, weil das ist ja das Bild, was vermittelt wurde nach außen, dass der arme Phil Bane da von der bösen Sek Plus Mafia abgezockt wurde und es wurde ja auch verschwiegen, dass wir ihn rausgeworfen haben und er hat dir ja auch zuerst viele Sachen verschwiegen, die er uns getan hat, die du ja später dann trotzdem nachweisen konntest, dass wir da nicht gelogen haben, ne? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Genau, das ist es ja. Man muss auch wirklich sagen, so ein bisschen vielleicht für die Sicht als Außenstehender, mir ging es ja ein bisschen genauso. Als ich Phil kennengelernt habe, konnte ich vieles einfach nicht glauben, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, der Typ, der ist super bodenständig nett und ich meine, das hat ja Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ich arbeite mit ihm zusammen, weil ich ihn natürlich erstmal als super Typ eingeschätzt habe. Und das, was ich über Phil gehört habe, was Matthias, was Tech Plus mir erzählt haben, dass es wirklich stimmt, das hat sich halt eben erst über die Wochen mit der Zeit rausgestellt und dass es noch viel schlimmer war, als ich mir irgendwie gedacht hätte. Aber das konnte ich natürlich erst selber sehen, nachdem ich ihn selber kennengelernt habe und meine eigenen Erfahrungen machen musste. Wäre natürlich gut, wenn es nicht passiert wäre, aber es ist halt eben passiert und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze halt einfach teilen möchte. Ich probiere das mal ein bisschen gerade zu leiten und in mein System des Videos reinzubringen. Also zum einen, du hast mit Phil Bane zusammengearbeitet, nachdem wir ihn rausgeschmissen haben. Ihr habt dann Trainingspläne verkauft und du sagst ganz klar, Phil Bane schuldet dir einen fünfstelligen Betrag oder einen höhersummigen Betrag, ich weiß nicht mehr ganz genau, bei dieser Trainingsplansache, weil er dich da quasi hintergangen hat, weil das sein Konto war, sagst du, hast du mir gesagt, ne, hat er dich irgendwann nicht mehr ausgezahlt und du hast quasi dich um alles gekümmert, Videos,
alles, also alles, was man für Phil Bane gesehen hat, nachdem er bei Sek Plus weg war, wo wir vorher alles gemacht haben, hast du ja gemacht. Und er hat dich im Endeffekt, kam der Streit, weil er dich um das Geld betrogen hat, richtig? Genau, also um es nochmal zusammenzufassen, ich habe Phil halt einfach geholfen, nachdem er bei Sek Plus geflogen ist, nachdem er mich gefragt hat, ob ich ihm helfen kann. Und ich habe ja damals schon ein paar Mal mit ihm im Store geredet, weil ich eigentlich mit ihm Sek Plus YouTube-Channel geplant hatte. Und ja, erzähl, natürlich, dass ich halt auch, erzähl ja mal das, was Phil Bane dir gesagt hat, als du das erste Mal im April, vor April in den Laden kamst und in Sek Plus, mit ihm und Sek Plus kooperieren wolltest, ihn quasi managen wolltest als Sek Plus Athlet, um auch mit Sek Plus zu kooperieren, und wieso du in den Laden kamst. Erzähl das mal, das war sehr interessant. Genau, das war Anfang April. Mein bester Kollege hat halt einen Geburtstag. Ich habe ihm gesagt, komm an den Geburtstag, ruf dir ein paar Sek Plus Supplements aus. Er war halt eben auch ein Phil Bane oder generell natürlich Sek Plus Fan. Ich sowieso, ich meine, alle Rapper habe ich so gesehen seit der Grundschule. Wir haben uns eigentlich immer die Supplements geholt, deswegen waren wir an seinem Geburtstag da. Da habe ich Phil kennengelernt und habe dann gesagt, ey, du bist ein cooler Typ, du hast eine super Ausstrahlung. Warum macht ihr nicht mehr auf Social Media? Ich habe einen Kollegen, der kann super Videos machen, hat man ja dann auch später auf seinem YouTube-Channel gesehen. Mhm. Lass uns doch sowas wie ein Phil Bane Sek Plus YouTube-Channel machen, wie auch immer. Das wäre für alle im Endeffekt von Vorteil. Matthias wird sich bestimmt freuen. Das war so meine Intention damals. Und das, was Phil eben gesagt hat, dass es nicht gehen würde, dass Matthias sich wahrscheinlich dann alles unter Nagel reißen würde, so ungefähr, dass er Ben sein eigenes Ding machen möchte und so weiter und so fort. Und so hat sich das Ganze dann eigentlich erstmal erledigt gehabt. Also er hat quasi abgelehnt, weil er mich schlecht dargestellt hätte, dass ich mir dann seinen Hack nehmen würde quasi. Also ich, der Typ, der, wo er zurzeit in meiner Wohnung gelebt hat, in der ich eigentlich leben sollte, die ich bezahlt habe, nachdem er Geld schon aus der Kasse genommen hat für seine Wachstumshormone und so weiter und so fort, hat er mich quasi schon im Laden, als er noch da gearbeitet hat, als schlechten Menschen darstellen wollen, richtig? Ja. Obwohl wir uns gefreut hätten, weil es macht ja keinen Sinn, Leute, weil wir haben doch Farid Bang ein Video mit Phil Bane machen lassen. Wir haben doch das Steroid-Aufklärungsding gedreht auf unserem Kanal. Wir hätten uns doch gefreut, wenn jemand Phil unter die Arme gegriffen hätte. Wieso hätten wir uns gefreut? Weil wir keine Zeit haben, jeden Tag mit Phil Bane Videos zu drehen. Selber war er zu doof oder er hat keinen Bock gehabt und wir hatten nicht die Zeit und die Kraft, so viele Videos zu drehen. Deswegen haben wir nur die besonderen Videos mit ihm gedreht, wie Steroid-Statement, wie den Farid-Blog und den Majo-Blog. Wir hätten uns aber sehr, sehr, sehr gefreut, eigentlich vor April, also bevor er meine Wohnung verpisst hinterlassen hat, hätten wir uns sehr gefreut, wenn Phil Bane Manager gehabt hätte und durch die Decke gegangen wäre. Wieso? Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir hätten Phil Bane niemals was von seinem Hack oder seinem Geld weggenommen. Wir hätten einfach den Mehrwert gehabt, dass Sek Plus noch bekannter wird. Wenn Phil Bane als Sek Plus Athlet durch die Decke geht, ist das auch gut für uns. Also hätten wir uns darüber gefreut und mit Sicherheit nichts von ihm extra hätten haben wollen. Das mal zu meinem Statement dazu. Genau, und dann hat er sich die Sache für mich eigentlich auch erledigt. Ich war dann nochmal kurz, ja, oder Anfang August, kurz vor August, wie auch immer, nochmal kurz im Laden, hab nochmal geredet, mir noch ein paar Supplements geholt, hab mal erzählt, wie ich das so mache mit meiner Facebook-Seite, dass ich Kunden coache, und dann war, ist es ja so gekommen mit der Kündigung. Und dann hat Phil mir eben eine SMS geschrieben, kurzum, ich bin nicht mehr bei Sek Plus, ich könnte deine Hilfe gebrauchen, kannst du mir helfen? So, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich zeig dir, wie du das alles machst, also beziehungsweise das mit YouTube machen wir auf jeden Fall, aber es dauert seine Zeit, dass das wirklich funktioniert. Er hat mir gesagt, ich habe eine Familie und so weiter, es muss Ben jetzt mehr oder weniger sofort klappen. Da habe ich gesagt, wir bauen ja erstmal Trainingskunden-Business auf über deine Facebook-Seite. Das heißt, ich habe die Posts gemacht, ich habe von meinem eigenen Geld Werbung geschaltet, ich habe die Nachrichten auf Facebook beantwortet, wie Matthias schon gesagt hat. Und ja, so ging es erstmal ins Rollen, sag ich mal. Ich denke mal, viele haben es ja auch mitbekommen. Und da ging halt eben schon die ersten Sachen los, wo sich so der wahre Charakter gezeigt hat. Und zwar hat Phil halt eben die Dreistigkeit zu setzen, an 400 Kunden denselben einzigen Scheißplan zu senden, an 400 Kunden einfach einen Plan, den er von seinem alten Coach einfach blind kopiert hat, mit derselben Kalorienzahl, egal ob der Typ 60 Kilo hoch oder 130 Kilo. Und ja, da kann ich ja nur zu sagen, die Kunden können sich gegenseitig gerne mal anschreiben, beziehungsweise ich habe, glaube ich, 70 Screenshots von beleidigten Kunden. Und selbst da war ich nicht mal sauer, sondern habe dann gesagt, okay, wir machen das. Ich habe die Pläne für sein kommendes Programm gemacht, was er jetzt in einer Woche oder in zwei Wochen rausbringen möchte, wo er dann im Endeffekt entweder meine Pläne verkauft oder eventuell, wenn er doch nicht meine Pläne nimmt, weil es ja jetzt mehr oder weniger öffentlich
ist, dann nimmt er die Pläne von seinem Webdesigner, weil er weiß selber nicht mal, wie man einen Ernährungsplan erstellt. Also ganz kurz, also der Deal vorher war, du kümmerst dich um Videos, Social Media, aber die Trainingspläne hätte er machen sollen für die Leute, persönlich zugeschnitten, aber er hat einfach jedem der 400 Kunden denselben Trainingsplan geschickt, damit er keine Arbeit hat, aber trotzdem den Reibach machen kann. Das können die Kunden übrigens ja auch nachweisen, weil die Kunden aus der Zeit können ja mal sich gegenseitig die Trainingspläne schicken und vergleichen, dann sehen wir, ob das stimmt, dann haben wir den Live-Beweis dazu, genauso wie wie ihr mal unter das Video schreiben könnt, ob der Laden zwischen April und August immer gestunken hat, nicht gepflegt war, nicht immer offen war oder auch Produkte kaputt im Regal rumstanden oder keine Produkte da waren. Schreibt das bitte in die Kommentare und bitte, liebe diese 400 Kunden, die den Trainingsplan von Phil gekauft haben, bitte vergleicht eure Trainingspläne, damit wir sehen, ob Phil Bain euch wirklich allen richtig dreist das Geld abgezockt hat und euch denselben Trainingsplan geschickt hat. Ja? Genau, das war die eine Sache mit dem Plan. Jeder Kunde derselbe Plan und ich habe ja gesagt, wenn wir das machen, muss es was Gutes sein. Das heißt, zusätzlich sollen die Leute dann eben per WhatsApp betreut werden. Mhm. Und wirklich so am Anfang habe ich noch alles kontrolliert. Das heißt, Phil hat auch den Leuten noch geantwortet. Mit der Zeit war es immer mehr, dass ich schon Phil angebettelt habe, von wegen hier bitte antworte. Im Auto versucht irgendwie hier, antworte dem mal bitte und so kommen. Die Leute warten, die haben sich beschwert. Auf Facebook geschrieben, weil auf WhatsApp wochenlang keine Antwort kam, mir persönlich geschrieben, keine Ahnung, woher die mich dann genau kannten. Und am Ende hieß dann nur noch mehr oder weniger, die Wichser sollen einfach überweisen und ihr Maul halten. Ungefähr tatsächlich halt alle paar Tage mehr oder weniger das Gesicht immer und immer mehr gezeigt. Und irgendwann konnten wir auch nicht mehr alles machen. Ich meine, ich und Felix haben die geilsten YouTube-Videos gemacht. Da hat er auch eigentlich nicht mehr das Recht, die öffentlich zu lassen. Macht er halt eben einfach. Wir haben halt wirklich einfach eigentlich alles getan, was halt eben möglich war. Und es kam nicht einmal irgendwie sowas wie ein Danke. Das Einzige, was halt kam, ist immer mehr Undankbarkeit, dass er immer mehr haben wollte, wie es natürlich bei vielen ist. Und also im Endeffekt. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, damit wir uns nicht verplappern. Was du vorher gesagt hast, zuerst lief das Geld auf dein Konto, du hast das verwaltet, hast dann für Phil sogar die Steuern bezahlt und ihn ausgezahlt, richtig? So hast du mir das erzählt. Genau. Dann später. Später habt ihr, also du hast sogar noch die Steuern bezahlen müssen, damit er einfach sein Geld Cash kriegt, zum einen, was ja okay ist, so, ob er sie bezahlt oder du, ist ja egal, die Steuern wurden bezahlt. Zum anderen wurde dann aber umgestellt, dass das Geld auf sein Konto fließt, ja? Und seitdem hast du, wie du sagst, keinen Cent mehr bekommen, richtig? Ja, nicht nur das. Also es war wie gesagt so still, war ja beim Arbeitslos gemeldet. Das heißt, es ging ja gar nicht anders mehr oder weniger. Darauf habe ich gesagt, okay, es geht auf mein Konto, ich versteuere es und gebe dir halt erstmal 50% halt eben in bar, alle paar Tage, damit es dir gut geht. So, du musst dich um nichts kümmern, wir machen das Ding. Das Einzige, was du machen musst, ist dich ein bisschen um die Kunden kümmern. Alles andere mache ich. Die Posts, die Videos, die Nachrichten beantworten, das Werbung schalten, alles. Hat er eigentlich noch einen Job dann zu der Zeit gehabt? Nö, ne? Der hat dann Arbeitslosengeld plus das. Also er war nicht eingesehen, wie du zum Beispiel noch nebenbei arbeiten zu gehen, ne? Ach so, Quatsch, ne, das sowieso nicht. Der hat dann sofort gesagt, so was wie normal arbeiten würde ich jetzt nie mehr, hat er immer gesagt. Echt? Ich bin jetzt mein eigener Chef und bla bla bla. Und dann ging, wie gesagt, das Geld auf sein Konto. Mhm. Die Werbung wurde weiterhin von meinem Konto geschaltet. Und seit dem Moment, das heißt die letzten 4-5 Wochen, war es dann nur noch so, dass ich die Werbung geschaltet habe, jeden Tag eigentlich sowas wie 100 bis 500 Euro und halt das Geld natürlich nicht mehr bekommen habe. Und ich habe halt die ersten 1-2 Wochen war von meiner Seite auch noch irgendwie okay, der hat sich halt immer selber was zusammengereimt. Er meinte sein Steuerberater, er dürfte das Geld jetzt nicht überweisen, bis irgendwas geregelt ist, dann muss auf einmal irgendwas nachzahlen, dann was Familie, dann was dies, dann was das. Und dann hieß es dann am Ende so mehr oder weniger ausgedrückt, du bekommst schon irgendwann so ein bisschen, so mehr oder weniger, vielleicht auch nicht, mal gucken so. Und da war es für mich so oder so, es ist jetzt nicht an Geld gescheitert, sondern es war für mich einen Monat vorher schon klar mit den Plänen, wie ich gesehen habe, wie der mit anderen Leuten umgeht. Zum Beispiel mein Kollege, der für ihn erstmal das Programm gemacht hat, so gesehen, er hat alles fertig gemacht. Phil war aber halt einfach nicht mit ihm zufrieden und hat ihn dann halt rausgeschmissen. Und selbst wenn es mit mir, dem Kollegen geklappt hat, Phil hat ja da schon gesagt, wir machen so oder so keinen Vertrag mit ihm. Wenn erstmal alles steht und so weiter, dann kicken wir den halt und gut ist, so kann er eh nichts machen. Und genauso wie das jetzt auch mit den Webdesigner-Kollegen machen, die halt jetzt sein Programm auf die Beine gestellt haben. Die haben auch keinen Vertrag und dann wird es genauso sein. Das heißt, für mich war es eigentlich schon klar, dass ich sowieso nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten werde, aber es hat sich halt noch ein bisschen in die Länge gezogen. So, das war halt dann nochmal der Punkt, wo ich dann gesagt habe,
zusammengearbeitet haben, umgegangen ist, dass er die verarscht hat. Was ich sonst noch so Privates von ihm gesehen habe, wie er die Kunden verarscht hat, dann natürlich die Undankbarkeit mir gegenüber. Das heißt nur so mehr oder weniger das, was er ausgedrückt hat, so halt Maul und mach mehr und dein Geld bekommst du vielleicht, natürlich niemals. Und davon habe ich zu allen Screenshots. Ganz kurz. Und dann ist dir wahrscheinlich auch langsam gekommen, dass vielleicht die Anschuldigungen von mir, die ich geäußert habe, dass er Geld aus der Kasse genommen hat, was er nie zurückgezahlt hat, dass er in dem Laden ein Business betrieben hat hinter unserem Rücken, uns, was uns geschadet hätte, womit er sich bereichern wollte, und dass er die Wohnung verpisst und verkackt zurückgelassen hat. Diese Sachen wurden dir dann vielleicht ja auch mal bewusst, dass du dachtest, okay, vielleicht labert der Matthias da gar keine Scheiße, sondern da muss schon was dran sein, weil Phil verhält sich hier genauso, weil auch Stand heute, frage ich dich, bezahlt Phil heute seine Wohnung selber oder lebt er wieder auf die Kosten von anderen Menschen? Weil, wie ich gehört habe von dir, macht er eigentlich dasselbe Ding. Er hat immer noch keine eigene Wohnung und lebt, glaube ich, du musst jetzt nicht sagen, bei wem, wir wollen die Person hier raushalten, aber nutzt wieder jemanden aus und lebt auf anderer Menschen Kosten momentan wieder in Köln in einer, glaube ich, relativ guten Wohnung, ne? Ja, genau, das ist es. Ich muss ehrlich sagen, mir wurde es immer mehr klar. Ich habe doch zu meinen besten Kollegen immer gesagt, ich glaube, Matthias hat ja echt recht, aber ich muss halt einfach für mich selber sehen, okay, ich will selber einfach noch sehen und selber gucken, wo das Ganze hingeht, bevor ich irgendwie ein falsches Bild von ihm habe. Und das hat sich dann einfach Tag für Tag nicht nur bestätigt, sondern man wurde von Tag zu Tag einfach nochmal überrascht und dachte, ist das jetzt gerade sein Ernst? Krasser geht's einfach gar nicht. Zum Beispiel so Dreistigkeiten, wo man am Ende schon dachte, wo die Zusammenarbeit beendet war, wo ich gedacht habe, kann es nur so einen Menschen geben, dann nochmal die Dreistigkeit zu besitzen, nachdem man alles für hat. Dass man die letzten 6 Wochen alles für ihn getan hat und im Endeffekt einfach nur 5.000 Euro Werbekosten rausgehauen hat, damit mehr Kunden generiert, damit seine Seite wächst, dann, nachdem er jeden Tag 10 Stunden reingesteckt hat, dass er dann auf die Dreistigkeit besitzt, ja, Scheiße zu erzählen. Weil die Leute fragen natürlich auch, warum arbeitet ihr nicht mehr zusammen? Und seine Sache, seine Aussage war halt, ich habe den Kunden abgezogen und dass deshalb die Zusammenarbeit zwischen uns beendet war. Das heißt, wieder so komplett seine eigene Version, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ich meine, ich kann nicht einfach die Kunden von ihm machen und sagen, hallo, ich bin Phil oder so. Macht mir überhaupt keinen Sinn. So, und einfach wieder alles so zurechtgedreht. Ich meine, alle Leute, mit denen er jetzt kooperiert, natürlich fragen, was ist da vorgefallen. Er dreht sich alles so zurecht, so Jack Cruz die Bösen, dann hier der Samuel der Böse und er ist natürlich der Engel und alles ist gut. Und ein Punkt. Ja, also dann noch ein Punkt. Er hat dir ja auch, als er das Video gegen uns gedreht hat, was ja eine Lüge war, dass er gegangen wäre, dass wir ihn nicht rausgeschmissen hätten und das Fahrrad, er Fahrrad nicht mag und so weiter und so fort. Hast du mir erzählt, dass er das kalkuliert gemacht hätte? Da habe ich sogar einen Verlauf gesehen, wo er dir schreibt, ich muss so handeln, ich muss meinen Hack daraus machen, weil die denken, die sind die Größten, denen muss man mal zeigen, wo der Hammer hängt. Fahrrad und Matthias sind Punkt, 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 Punkt. Also unter anderem hat er uns ja auch da beleidigt in den Screenshots. Da muss man noch dazu sagen, lieber Phil, da hast du eine ganz schön große Fresse gehabt. Als der Fahrrad dich am Flughafen getroffen hat, da war deine Fresse plötzlich nicht mehr so groß. Da waren auch deine Tattoos und deine Muskeln konnten dir da nicht helfen. Ne, da hast du ja ganz schön abgelust. Das auch mal zu sagen, dazu haben wir übrigens auch ein Video, lieber Phil. Wir können dir mal die Screenshots mit dem Video raushauen. Dann sehen wir, wie groß deine Klappe in SMS-Verläufen ist und wie groß deine Klappe ist, wenn du vor den Menschen stehst. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, was mir wichtig ist, dass er dir schon gesagt hat, zumindest hast du mir das gesagt, dass er von Anfang an vorhatte, als er bei uns weg war, mit der Gegenpartei Karl und Co. zu kooperieren, weil das halt der größte, den größten Hype generiert. Das hat er dir ja auch erzählt, dass er das plant, richtig? Genau, also es gab halt im Endeffekt 2 ausschlaggebende Gründe, warum ich jetzt überhaupt hier am Telefon bin, warum ich gesagt habe, genau. Ich muss einfach mit Matthias reden, beziehungsweise ich muss ein paar wichtige Dinge klarstellen. Erstens natürlich die Sache, dass es von Anfang an klar war, dass er gesagt hat, ich möchte mich mit dem verbünden, weil ich möchte den Tellern so mehr oder weniger einen reinbürgen, ich werde die platt machen und was weiß ich. Das ist natürlich die eine Sache. Ganz kurz, also man hält fest, wir halten fest, er hat uns beklaut, wahrscheinlich um 7.000 bis 9.000 Euro, je nachdem wie viel. Er hat auf unsere Kosten gelebt, hat die Wohnung verpisst zurückgelassen und hat ein illegales Business in unserem Laden betrieben und wir haben geschwiegen zuerst, aber er hat danach noch die Dreistigkeit besessen, zu planen, Sek Plus zu schaden, richtig? Genau. Okay, und jetzt kommen wir zu dem krassesten Punkt, also der Grund, wieso du eigentlich wirklich uns kontaktiert hast, welche Sache du uns unbedingt sagen musstest, bevor
Schlimmeres passiert oder du damit reinrutscht oder der Jascha da irgendwie zu Unrecht beschuldigt wird. Deswegen erzähl uns bitte diese Sache, weil das ist eigentlich das Heftigste dieses ganzen Videos, Leute. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, also eigentlich war alles heftig, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, der ist noch viel, viel schlimmer als Geld aus der Kasse entwenden. Genau, und zwar, ich weiß nicht, ob du es vorher im Video erwähnt hast, es ist ja so, nein, die Zusammenarbeit zwischen Phil und mir vor 3,5 Wochen geendet. Dann habe ich gesagt, okay, ich, wie gesagt, regle das mit dem Geld rechtlich und halte mich komplett raus. Und dann ist mir halt vor allem der eine Punkt eingefallen, warum ich gedacht habe, okay, ich muss unbedingt im Laden vorbei, also im Techno-Store in Köln, bei Jascha, weil mir halt eben eingefallen ist, ganz am Anfang, als Phil und ich angefangen haben zusammenzuarbeiten, hat er mich halt eben gefragt, ob ich ein paar Techno-Supplements brauche, natürlich nach seiner Kündigung, weil da habe ich auch zusammengearbeitet. Und ich habe gesagt, okay, klar, kann ich machen. Ich meine, ich habe sogar per WhatsApp geschrieben, dass und das brauche ich. Und als wir uns dann halt eben getroffen haben, habe ich gefragt, ja, wie kommt es eigentlich? Und dann hat er gesagt, ja, nachdem ich gekündigt wurde, muss ich nach 2 Tagen den Schlüssel abgeben und habe ihn vorher verdoppeln lassen. Und so kann ich halt eben nachts rein und mir meine Supplements holen. Und ja, das war der Punkt, warum ich gesagt habe, natürlich krass. Ich muss auf jeden Fall im Store vorbei, weil das wird so oder so sein, dass da wahrscheinlich Supplements fehlen und dann wird wahrscheinlich noch ein Jascha, beziehungsweise der wird sich fragen, wo sind die Sachen hin? Oder ihr werdet euch fragen. Und das war dann nochmal, das war so der krasseste Punkt, der mir im Nachhinein klar geworden ist. Ich habe natürlich gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist natürlich umso wichtiger, dass es mir eingefallen ist. Das ist die einzige Sache, wo ich halt leider keine Screenshots zu habe. Aber ich habe es ja jeden Tag für Tag gesehen, dass seine Küche voll war mit Supplements. Ja, also vor allen Dingen war das ja auch so, ne? Natürlich könnte man jetzt sagen, wieso bist du nicht direkt zu uns gekommen, aber Phil war ja auch zu der Zeit dein Freund und dann hast du das vielleicht auch verdrängt. Mir hattest du noch am Telefon gesagt, dass du ihm eigentlich da schon gesagt hast, hör auf mit der Scheiße, dich erkennt man doch nachts, wenn du reingehst, das hättest du jetzt auch noch sagen können zu deiner eigenen Verteidigung, damit die Leute nicht denken, du hast da mitgemacht oder so. Das hat der Samuel mir aber wirklich so gesagt, dass er den Phil eigentlich schon gewarnt hätte und dann nach dem Abgang von Phil ist er zu uns gekommen. Ich finde das auch soweit okay, dass er seinen Freund da nicht gezinkt hat, als er noch sein Freund war, auch wenn das eigentlich gar nicht ging, was der Phil da gemacht hat. Fakt ist auf jeden Fall, der Samuel war vor 2 Wochen im Laden, hat das dem Jascha erzählt. Ich wusste aber gar nicht, dass der Samuel ist. Und der Jascha hat vorher schon, 1 Woche vorher oder 2 Wochen vorher, zu Malik gesagt, wer war nachts im Laden? Da meinte Malik, niemand, nur du hast einen Schlüssel, Jascha. Und Jascha meinte, das kann nicht sein. Der Hauptsicherungskasten war nicht komplett ausgeschaltet. Nur die Sicherung vom hinteren Laden war aus, die Sicherung vorne war noch an. Ich mache diese Sicherung jeden Abend aus. Das heißt, der Jascha hat schon vermutet, dass jemand im Laden war und... Dann kam der Samuel in den Laden und hat dem Jascha gesagt, dass der Phil den Schlüssel nachgemacht hat, weil an dem Donnerstag, wo der Phil gekündigt wurde, wollten wir ihm den Schlüssel eigentlich direkt wegnehmen. Das ging aber nicht, weil sein Hab und Gut ja noch im Hinterraum des Ladens lag, also der Raum, den er hat vergammeln lassen mit Maden und Dreck. Da lag ja noch sein Hab und Gut, das, was er hat, und das musste er noch rausnehmen. Deswegen hat Malik ihm den Schlüssel noch von Donnerstag bis Montag, glaube ich, gelassen und Montag erst den Schlüssel weggeholt, die Kündigung in die Hand gedrückt und unterschreiben lassen, dass er uns 2.500 Euro schuldet. Dementsprechend hat er von Donnerstagmorgen bis Montag tatsächlich Zeit gehabt, den Schlüssel nachzumachen. Plus das, was du jetzt sagst, Samuel, plus Jaschas Sache mit dem Hauptsicherungskasten, zeigt, dass du, Phil Bane, du ekelhafter Schwanz, wirklich in unserem Laden warst und uns nochmal beklaut hast. Das heißt, du hast uns also nachträglich nochmal beklaut, du hast nachträglich probiert, Kooperationen zu machen, bewusst, um uns zu schaden, auch wenn uns das niemand schaden könnte, weil KLS ist die größte Pfeife auf der Welt, wie will der Typ uns schaden, der Typ ist einfach am Ende. Es geht aber nur um die Intention, die du hast, weil du spielst den Leuten einen vor, als wären wir die Bösen und du wirst der arme, gute Phil Bane aus dem Dorf neben Wien, aber du bist eigentlich einfach nur ein abgezockter Hütchenspieler. Der Samuel hat mir auch erzählt, dass der Phil jetzt gerade auch wieder eine Person ausnutzt, bei der er lebt, bei der er sich durchschnurrt und dem Samuel auch gesagt hätte, dass er sich dort durchschnurrt. Ich möchte jetzt nicht, dass du den Namen oder die Person erwähnst, Samuel, das ist unfair der Person gegenüber. Man kann das ja einfach so nur über Phil reden. Irgendwann, das hast du mir auch noch erzählt, das zeigt also, als der Samuel uns angerufen hat und uns das erzählt hat, habe ich mit Malik telefoniert und uns war einfach klar, dass der Phil Bane ein Trickbetrüger ist. Also für uns ist der Typ ein Trickbetrüger, der ist ein kompletter Fake, er ist nicht das, was er ausstrahlt, er hat auch diese Tattoos und die Muskeln passen auch nicht zu ihm, weil er ist eigentlich ein ganz dummer, einfältiger Typ, der aber irgendwie noch die Bauernschleue besitzt, einen nach dem anderen auszunutzen und abzuziehen. Und deswegen sitzen wir heute hier und ja, ich glaube, das hat schon viel Licht ins Dunkel gebracht. Und waren noch irgendwelche anderen Sachen, die du erwähnen wolltest, Samuel? Also war noch was ich vergessen habe, was du mir erzählt hast oder so? Eigentlich nicht, also wie du schon gesagt hast. Das habe ich ja vorhin nur kurz abgekürzt, es sind einfach so viele private Sachen passiert. Ich
ich aus seinem Umfeld gesehen habe, mir immer sehr klar gemacht hat, kann man so ein Mensch sein. Und ja, ich meine, ich könnte jetzt noch tausend Sachen erzählen, aber sonst würde ich das einfach abkürzen, jetzt das Video mit dem letzten Wort, und sonst war es das eigentlich von meiner Seite. Okay, super. Ja, Leute, also ihr habt jetzt irgendwann nochmal einen Zeugen gehört, der vor allen Dingen, ich sag mal so, die Sachen, die der Samuel jetzt gesagt hat, fairerweise, ich habe Screenshots dazu gesehen. Ich habe auch Screenshots dazu gesehen, dass Phil die letzte Zahlung nicht ausgeschüttet hat. Ich kann jetzt nicht für alles bürgen, das ist ganz klar. Samuel und ich kennen uns auch nur übers Telefon. Für mich hört sich die Geschichte aber sehr, sehr glaubwürdig an. Die wichtig für mich ist halt die Sache mit dem Schlüssel. Ne? Wir haben auch das Schloss mittlerweile gewechselt. Logischerweise, wir haben keine Anzeige gemacht, ja. Wir haben natürlich den Laden abgesucht, ob er da irgendwas hinterlegt hat, um uns zu schaden. Aber gut, in den Laden kommt sowieso jeder jeden Tag rein. Ja, wir haben natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, Anzeige haben wir keine gemacht. Wichtig ist trotzdem, dass wir das wissen, dass das Schloss gewechselt ist. Wichtig ist auch für dich, Phil, das Schloss ist gewechselt. Du musst ab sofort deine Supplements bezahlen. Und ja, auf jeden Fall, Samuel, ich danke dir. Ah ja, und wie gesagt, für mich hören sich die Sachen, die Samuel gesagt hat und mir auch bewiesen hat, sehr, sehr glaubwürdig an. Was auch ihn betrifft, das mit dem Schlüssel ist für mich definitiv der Fall, einfach dadurch, Samuels Aussage plus die Sache, dass Jascha vorher schon das vermutet hat wegen dem Sicherungskasten, das ist sehr glaubwürdig, und deswegen steht für mich fest, dass neben dem, dass Philipp wahrscheinlich den Samuel auch abgezockt hat oder ziemlich wahrscheinlich oder abgezockt hat, sage ich mal, hat er uns auch nachträglich, nachdem er uns schon so oft beklaut hat, auch nochmal beklaut, und das ist halt richtig krass. Ja, das ist eigentlich so für mich fast der krasseste Punkt. Das ist ein Laden einbrechen, weil ob mit Schlüssel oder nicht, das ist ein Einbruch. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr. Klauen auch nicht, aber das ist nicht so wie in die Kasse greifen, weil sie da ist. Das ist bewusst nachts in den Laden gehen und ja, ist Einbruch einfach. Ne? Das heißt, du hast geklaut, du hast eingebrochen, du hast ein illegales Business in unserem Laden aufziehen wollen. Du hast an allen Ecken Enden hast du die Leute abgezockt, Philipp, und du bist wirklich das letzte Stück Scheiße, was da draußen rumläuft. Das muss ich jetzt mal raushauen. Und Samuel, ich glaube, dich entlasse ich. Ich drehe jetzt noch hier in 5 Minuten Outro. Und dann hoffe ich, dass das Video gut geworden ist. Also, dass es irgendwie alles passt. Und die Leute die Wahrheit endlich über diesen Spaß, die erfahren werden. Genau, das wäre es eigentlich auch von meiner Seite. Einfach nochmal danke. Es tut echt gut, dass vor allem mein Haus ist. Und was ich vielleicht noch zum Ende sagen möchte, ich weiß, du kannst ja nochmal sagen, vielleicht, wo ich fände es halt vielleicht gut, wenn die Zuschauer auf jeden Fall schreiben, was sie über das Ganze denken. Und wenn es irgendwelche Zweifel gibt, wäre ich wirklich bereit, alle Screenshots zu veröffentlichen. Genau. Ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch Screenshots und Videos. Wir haben ein Video von der Wohnung, wie die aussah. Wir haben Screenshots, wie Phil sich für die Wohnung entschuldigt hat, also damit zugegeben hat. Wir haben Screenshots, wie wir ihn entlassen haben. Und der Samuel hat Screenshots, wo Phil uns beleidigt. Dem Samuel schreibt, dass er uns zeigen will, wo der Hammer hängt, weil wir denken, wir wären die Größten. Sprich, er will mit Karl kooperieren und uns schaden. Und der Samuel hat sehr, sehr viele Screenshots, die ihn und Phil betreffen, wo man sieht, dass der Phil dem Samuel definitiv Geld schuldet. Ne, dass man definitiv sieht, der Samuel fragt nach seinem Geld und der Phil rückt damit nicht raus und irgendwann ist auch Kontaktstille. Man hat ja auch gesehen, dass der YouTube-Channel von Phil Bang gelöscht wurde von Samuel und Phil jetzt die Videos, die eigentlich auch Samuel gehören, nochmal neu hochgeladen hat. Und wenn irgendwelche Zweifel bestehen oder der eklige Phil hier noch was zu sagen hat, sind wir natürlich bereit, die Screenshots zu veröffentlichen. Natürlich darf man keine Screenshots veröffentlichen, aber in diesem Fall tragen wir da gerne die Abmahnkosten und veröffentlichen die, damit ihr einfach seht, dass wir hier die Wahrheit sagen. Das ist noch ganz wichtig. Also vielleicht macht der Samuel dann auch alleine ein Video, wenn er jetzt irgendwie, oder wenn vielleicht auch nur, wenn meine Story geglaubt wird und man glaubt dem Samuel jetzt nicht, weil er nur zugeschaltet ist per Telefon, dann wird der Samuel sicherlich auch noch ein Video machen, da kann er die ganzen Beweise zeigen. Oder wenn die Leute Interesse dran haben, vielleicht macht der Samuel das auch so aus Hass aus Phil. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ne? Ja, wir bleiben gespannt, wie die Sache weitergeht, sag ich mal. Ne? Gut, dann war es das soweit von meiner Seite. Nochmal vielen Dank. Auch vielen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir vor allen Dingen, dass du irgendwann eingesehen hast, ja. Also eigentlich, du hättest natürlich, noch besser wärst du sofort zu uns gekommen, als du es wusstest mit dem Laden, aber ich verstehe das voll und ganz, man ist in einem Modus, man will mit dem Typen Geschäft machen, es ist nicht die eigene Sache. Ich finde auf jeden Fall gut, dass du das im Nachhinein eingesehen hast und ich finde auch sehr gut, dass du zum Jascha gegangen bist und eigentlich nur den Jascha gewarnt hast, ohne Kontakt zu mir zu suchen. Da hat man auch gesehen, das war kein Clickbait oder kein Rumgeschleime, sondern du wolltest eigentlich den Jascha schützen, was ich auch viel, viel ehrenvoller finde, als uns das zu sagen, weil Jascha wäre nämlich die arme Sau gewesen, der nachher des Diebstahls beschuldigt worden wäre am Ende des Jahres.
Ne? Vielleicht wollte, hat Phil Band die Produkte auch deswegen geklaut, damit der Jascha beschuldigt wird, man weiß es nicht. Ne? Ich finde, weißt du, weil Zack Plus beklauen, Eiweiß klauen, das ist so, ja mein Gott, das ist Zack Plus, da muss man nicht den Ritter spielen. Aber stell mal vor, der Jascha wäre da irgendwie beschuldigt worden zu Unrecht. Ja, dann wäre das richtig ekelhaft gewesen. Wir hätten ihn dann vielleicht sogar zu Unrecht beschuldigt. Das wäre natürlich auch für uns dann schlimm gewesen. Deswegen fand ich das sehr gut, dass du auch, wenn es im Nachhinein warst, zum Jascha gegangen bist, und auch sehr gut, dass du wirklich den Weg gesucht hast, der eigentlich nicht der Öffentlichkeit dienen sollte. Dass wir dann doch noch zusammengefunden haben und jetzt das öffentlich machen, war ja mehr ein Zufall, weil ist ja schon 2 Wochen her, dass du im Laden warst. Deswegen, gute Aktion auf jeden Fall. Genau. Okay. Ja, ich denke, das war die beste Möglichkeit. Ging halt wirklich gar nicht anders jetzt, um die beiden ins Licht zu bringen. Ja. Und ja. Würde ich auch sagen. Gut, Samuel, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Du musst ja morgen früh raus, hast du mir gesagt. Das hat sich jetzt wieder bis 1.22 Uhr gezogen. Ich drehe jetzt hier noch 3 Minuten oder so das Ende dran, ne? Und mach so ein Fazit. Und dann hoffen wir, dass das Video morgen released wird, ja? Und dir eine wundervolle Nacht sozusagen. Okay? Alles klar. Super, Samuel. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ja, Leute. Ich fand es bis jetzt ein durchwachsenes Video. Einfach, weil ich habe mich nicht so gut artikuliert wie sonst, weil das einfach ein zu persönliches Thema ist, was doch, ich habe Magenschmerzen seit 3 Tagen, weil es ist ein sehr, sehr persönliches Thema, das hier. Das hier ist nicht so wie gegen Karl S. oder Pro, die hasst man zwar irgendwie, aber die hasst man so aus der Entfernung, das ist einfach Abschaum, aber mit Phil Bane, was man hier gehört hat, ich meine, ihr müsst euch meine Lage auch vorstellen, wieso das Video vielleicht auch irgendwie didaktisch schlechter ist, wieso ich so ein bisschen betroffen bin. Ich habe dem Typ mein Heim und mein Haus und Gut überlassen. Ich habe für den Typen alles gemacht. Der Abu hat dafür gesorgt, dass er in Diskus kommt. Und auch diesen Nebenjob, den wir ihm angeboten haben, den habe ich besorgt, den er nie gemacht hat. Was echt okay gewesen wäre, neben dem Ladenjob mal noch irgendwie einen Abend arbeiten zu gehen, wenn man so viel Geld kostet und so viel Geld von Zack Plus die ganze Zeit nimmt. Ja, wir haben alles für den Typen gemacht. Wir haben ihm mein Heim und mein Gut zur Verfügung gestellt. Er konnte in meinem Bett schlafen, was ja auch verranzt war am Schluss. Er hat mir eine verkackte und verpisste Wohnung zurückgelassen nach 9 Monaten, da drin kostenlos schlafen. Oder 7. Egal. Dann hat er zu 99% Geld entwendet. Bei den 9.000 Euro, da stimmt etwas nicht. Der Steuerberater schwört drauf, das wird geklaut. Der Samuel bestätigt gerade, dass das definitiv geklaut wird. Ich muss den Samuel nochmal anrufen. Wir haben noch einen wichtigen Punkt, den ich bestätigen wollte. Das müssen wir ganz kurz nochmal anrufen, Leute. Das ist auch live. Ihr seht, hier ist nichts gefaked. Wir rufen nochmal ganz kurz an. Samuel, es tut mir leid, ich muss noch mal ganz kurz deine Zeugenaussage brauche ich. Und zwar bei meinem Fazit habe ich gerade erzählt, dass wir diesen 9.000 Euro Diebstahl ja nicht nachweisen konnten, bis jetzt richtig nachweisen konnten, außer dass der Steuerberater, also außer dass sie fehlen und irgendwo sind sie hin und Phil dazu keine Stellung bezieht. Dazu hast du mir noch gesagt, dass er zu dir gesagt hätte, das wollte ich nämlich noch festhalten, weil du bist ein guter Zeuge. Erstens, er wird die Briefe bewusst nicht öffnen, richtig? Und dass wir das nur behaupten würden, um ihm medial zu schaden, ne? Das hast du mir gesagt. Genau. Und noch ein wichtiger Punkt, wir sind ja der Meinung, dass er das Geld genommen hat und die 2,5 und bei den 2,5 hat er dir erzählt, ich hätte sie ihm geschenkt, ne? Hat er dir auch noch erzählt, hast du mir gesagt gestern, während ich ja schriftlich habe, dass er dir mich schuldet. Und der wichtigste Punkt, wieso wir uns sicher sind, dass er geklaut hat, ist, weil wir denken, Phil Bane denkt gar nicht, dass er mit seinen weit über 2.000 Euro, wenn man alles zusammenrechnet im Monat, unterbezahlt war, weil er denkt nämlich, er ist ein Star. Er hätte dieses Geld verdient, deswegen hat er es genommen, weil du hast mir gesagt, dass er dir mal gesagt hätte, dass er eh unterbezahlt wäre, weil er wird die Millionen für uns scheffeln oder sowas. Kannst du das nochmal ganz kurz in 10 Sekunden oder 30 Sekunden wiedergeben, weil das ist für mich der Beweis, dass er das Geld genommen hat. Ja, auf jeden Fall. Also das, was man wirklich einfach sagen muss, Phils Ansicht ist in den meisten Sachen so, auch wenn er das Video jetzt wahrscheinlich sehen wird, er wird sich wahrscheinlich wieder im Recht sehen. Genauso wie mit dem Geld bei mir, wird er mehr oder weniger sagen, ja, ich bin doch alles so ungefähr, ich habe das alles verdient. Genauso bei Zack Plus hat er ja immer gesagt, die haben mich verarscht, die haben mich abgezogen. Und da habe ich gesagt, warum? Die haben mich doch in gewisser Weise auch gepusht. Genau. Mir ging es gut. Dann hat er gesagt, nein, das ist im Endeffekt Schwachsinn, weil ich bin der Grund, warum die Millionen machen. Ich bin der Grund, warum Stiernackenkommando erfolgreich war, nicht die Rapper, sondern ich. Das ist halt immer so meine Ansicht. Er hat bei dir, dass Farid ihn gepusht hat, gedreht und gesagt, das wäre für Farid gut, wenn Farid mit ihm einen Blog dreht, richtig?
richtig. Und er hat dir gesagt, dass er unterbezahlt wäre, weil die Rapper würden mehr Geld verdienen als er, richtig? Ja. Und das ist nämlich der Punkt, lieber Phil. Das entlarvt dich nämlich als Dieb. Dass du nämlich wirklich denkst, und das denkst du ja wirklich, weil du bist Bodybuilder, du bist ein Junkie, du lebst für diesen Kick, du lebst für den Kick der Spritze. Nichts gegen Testo, aber du lebst für diesen Kick und für den Kick des Sports. Deswegen, du siehst dich als die größte Person der Welt. Vielleicht bist du gar kein Abzocker, sondern du glaubst dir wirklich alles selber. Und deswegen hast du gedacht, du bist mehr wert als die Rapper. Du hast dir gedacht, du bist mehr wert als Tim Gabel. Du hast dir gedacht, du bist einfach mehr wert. Und obwohl du das nicht wert warst in der Realität, hast du das geglaubt. Und deswegen hast du dich immer wieder in der Kasse bedient. Deswegen hast du die 2,5 ohne schlechtes Gewissen genommen. Deswegen hast du bei den 9 zumindest einen großen Teil genommen. Und deswegen bist du nachträglich in den Laden gegangen und hast dir Produkte genommen, um dir wieder einen Teil zurückzunehmen. Und das, obwohl du eigentlich schon viel mehr bekommen hast, als du wert warst, weil du wegen den genannten Sachen. Okay, das wollte ich nur noch mal einmal kurz von dir bestätigen lassen, dass er wirklich bei dir immer gesagt hat, er ist der Held, er ist die Nummer und die Rapper sind nix und er hat die bekannt gemacht und nur wegen ihm war Stehnackenkommando so krass. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, was meiner Meinung nach ein Riesenindiz dafür ist, dass er bei den 9.000 Euro auch zugelangt hat. Und mir fällt gerade noch spontan ein, der hat sich ja wirklich mit jedem verglichen. Also auch mit zum Beispiel Tim Gabel und Insko habe ich gerade noch im Kopf, wo er gesagt hat, dass da wohl ein Witz. Guck mal, wie breit ich bin und guck mal, wie breit sie wären. Wie könnte ich bitte mehr bekommen als ich? Das ist so die absolute Verarsche. Er hat sich wirklich mit jedem verglichen und halt immer mehr oder weniger den Vergleich. Guck mal, wie breit ich bin, guck mal, wie ich aussehe. Das ist einfach nur eine Verarsche, dass sie mehr bekommen als ich. Und Phil sieht es halt immer als gerechtfertigt. Phil ist halt das Zentrum der Welt. Genau, wir reden hier von einem Typen, der zu dem Zeitpunkt, wo er das erzählt hat, 15.000 Facebook-Fans hatte, die ich ihm alle besorgt habe, durch meine Verlinkungen, durch Verlinkungen der Rapper, durch Reichweite, die ich bezahlt habe, während die Rapper 1,8 Millionen Facebook-Fans haben. Und dann denkt dieser Phil Bane wirklich, dass er nur aufgrund der Muskeln mehr für die Firma gebracht hätte als die Rapper. Das ist natürlich total lächerlich. Man sieht es ja an dem Laden, weil die ganze Zeit, wo Phil im Laden war, haben wir durch Phils Kosten und durch den Laden Minus gemacht, weil der Laden nicht so krass lief, dass es die ganzen Kosten, kam ja noch Miete, Strom, Aushilfen und so weiter, kommt ja alles dazu. Der Laden hat keinen großen Profit abgeworfen, der war mehr so ein Marketing-Tool für SEKPLUS, ist es immer noch, weil bei SEKPLUS, wir sind ein Online-Handel, wir machen online 99% unseres Geldes, so ein Laden ist eigentlich nur so ein Add-on, aber wenn der Phil natürlich so bekannt wäre, wie er wäre, dann frage ich mich auch, wieso der Laden jetzt besser läuft, wo er weg ist. Das muss man auch noch sagen. Der Laden läuft jetzt besser als da, wo Phil da war. Das zeigt also, dass Phil Bane gar nichts wert ist, sondern sogar ein absolutes Minusgeschäft für SEKPLUS war und also kein Cent als jemand anderes mehr wert sein kann. Aber wer glaubt, dass Phil Bane sowieso mehr wert ist als ein Rapper oder ein Tim Gabel, der ist sowieso nicht mehr ganz Schugge, ne? Das ist sowieso klar. Okay, Samuel, wir sind jetzt bei 1 Stunde 26, das wird wirklich zu lange hier. Auch mein Teil, ich mache jetzt noch genau 3 Minuten auf 1,30 rund und wünsche dir nochmal eine schöne Nacht, okay? Super, alles klar. Dankeschön und bis dann. Ich danke dir, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, Leute, das war das Video. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe viel geschwitzt. Irgendwie, mir ist kotzübel. Es hat keinen Spaß gemacht dieses Mal. Es war für mich auch keine Rasur, oder? Ihr könnt mal drunter schreiben, ob das Video trotzdem gut war. Ich fand es irgendwie, normalerweise bin ich eloquenter, glaube ich, aber das ist einfach eine Sache, die liegt so schwer im Magen. Ihr habt alles gehört. Ihr habt gehört, was dieser Phil Bane für ein Mensch ist. Ihr habt gehört, dass er in unserem Laden ein Business aufgezogen hat. Übrigens ein Business aufgezogen und probiert das irgendwelchen Kids anzudrehen. Das ist sowieso das allerletzte. Man kann das machen, man kann das außerhalb machen. In einem Radius, wo das im Bodybuilding-Kreis ist das Thema legitim, kann man das machen. Aber nicht in unserem Laden, Phil, und nicht an Kunden. Das geht absolut gar nicht. Plus, wir haben dir das von Anfang an untersagt, weil wir wissen, es liegt nahe, so Sachen im Laden zu machen. Dann hast du von mir eine Wohnung geschenkt bekommen, die ich zum 100. Mal gesagt habe, verpisst wiedergefunden habe, als ich einmal da drin schlafen wollte für die FIBO, dann hast du zu 99% mit allen Indizien diese 9.000 Euro, die hast du genommen. Was soll dagegen sprechen, wenn du sogar nachträglich in unserem Laden warst und uns beklaut hast? Ja, noch Eiweiß geklaut, du Gammler, du Stück Dreck, Alter. Du schläfst da bei einer Person, die dich haushaltet. Ja, wir wissen das, wir wissen auch, wo du bist. Wir wissen zumindest jetzt nach Samuel, wo du steckst. Du wirst da gehaushaltet. Du bezahlst keinen Cent, du hast keine Lust arbeiten zu gehen, du willst dich einfach nur durchschmarotzen. Ich finde, bei Karl S. bist du genau richtig aufgehoben. Ihr beide, ihr seid derselbe Schlag Mensch. Ihr seid beides Heuchler und Lügner und Betrüger. Ja? Ihr beide seid derselbe Schlag Mensch. Ich hoffe, ihr werdet glücklich. Ja?
Ich wüsste gerne noch, wer bei euch der aktive und passive Part ist, weil ihr euch ja gegenseitig den Schwanz lutscht. Ich wüsste gerne, wer dem anderen seinen Schwanz tiefer im Mund hat, ob der Karl deinen Schwanz härter lutscht, weil du halt diese Authentizität hast, die wir dir verpasst haben, plus deine Optik, die hast du ja nochmal, deine Optik ist ja gut, da kann man nichts gegen sagen. Oder ob du Karls Klick willst, oder ob ihr euch einfach nur zusammengetan habt, weil ich euer Feind bin, ja. Und genauso wie ich den Streit mit Karl S. nicht angefangen habe, habe ich den Streit mit dir nicht angefangen. Aber diesen Streit werde ich beenden. Und so oder so, ihr beide, ja, seid auf meiner Abschussliste ganz, ganz, ganz weit oben. Und ihr kriegt mich nicht mehr von den Füßen. Ja, egal, was ich machen kann gegen euch, werde ich tun. Ihr seid für mich der größte Abschaum da draußen. Jeder, der dich supportet, ja, jeder, der dich supportet, ist mein Feind oder ist unser Feind von Sekt Plus. Wir stehen gemeinsam gegen dich. Das sage ich jetzt nicht, weil ich hier einen Rücken brauche, sondern ich sage dir wirklich, alle hassen dich. Alle finden dich richtig zum Kotzen. Alle sind froh, dass du weg bist. Ich hätte sowieso auf den Oma hören sollen, der konnte ich von Tag 1 nicht leiden. Der hat immer zu mir gesagt, der Oma, der Phil, der ist eine Fotze, der ist unfreundlich, wenn man in den Laden reinkommt. Der gibt uns nicht gerne unsere Sponsoring-Ware. Der ist ein komischer Typ. Matthias, sei nicht so herzlich, schmeiß den raus. Nach dem Wohnungsding hat er sowieso gesagt, soll ich rausschmeißen. Der Jupp, der wollte den Kopf abreißen, als er das gesehen hat mit der Wohnung. Alle wollten sowieso schon, dass ich dich früher kündige. Und mein beschissenes Herz, was mich wirklich ankotzt, dass ich dieses Herz in dem Moment besessen habe, hat dich immer noch bei Sekt Plus bleiben lassen. Du bist der größte Abschaum. Ich hoffe, dass niemand dein Programm kauft. Ich hoffe, dass du mit Fitness kein Geld verdienst. Geh endlich arbeiten, du Penner. Mach einen normalen Job. Ja, weil du hast definitiv kein Geld durch Fitness verdient. Wieso nicht? Einfach, weil du dir alles erheuchelt hast, weil du jeden abzockst, weil du scheinbar auch, wie Samuel sagst, die Kunden abzockst. Ja, du bist das allerletzte. Und wegen dir hat Sekt Plus einen Sponsoring-Shop. Wir wollen keinen neuen Athleten mehr. Das ist der Grund. Ich habe bei Sekt Plus viele Enttäuschungen erlebt, viele Leute, die mich um Geld betrogen haben, viele Sachen erlebt, die passiert sind im Hintergrund, also in Sekt Plus im System. Leute, die nicht in die Öffentlichkeit kommen werden jemals. Aber du bist der Grund, wieso ich keinen mehr aufbauen will, keinen mehr aufziehen will. Nicht, weil ich keinem die Chance geben will, weil ich das einfach nicht nochmal erleben möchte und weil ich nicht wieder in die Position rutschen möchte, so beschissen zu werden. Weil im Endeffekt, wem kann man danach noch vertrauen? Ich habe dir damals leider wirklich vertraut. Ich erinnere mich noch dran, wie du im Laden warst und gefragt hast, ey Matthias, wieso hast du so oft Burnout? Was ist denn dein Stressproblem? Wolltest du mich dann noch so um den Finger wickeln? Weißt du, ständig immer diese Nachfragen. Ständig schöne Grüße an meine Familie und so. Immer schön diese Bruderschiene fahren. Aber immer schön hintenrum die Kohle einsacken oder klauen, bescheißen, Wohnung, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Eigentlich hätte man so, normaler Mensch hätte dich schon gekündigt, als du gesagt hast, wie, du willst deinen Parkplatz zurück. Also da hätte dich normaler Geschäftsmann schon gekündigt nach der Wohnung. Ihr müsst euch mal vorstellen, da habe ich 3 Jahre Sekt Plus aufgebaut, gearbeitet wie ein Hund, jeden Tag arbeite ich wie ein Hund, 24 Stunden bin ich für Sekt Plus da. Dann komme ich nach Köln, will in meine Wohnung und dann finde ich die vertrext mit Duftbäumen, verpisst und verschissen wieder von einem Typen, dem ich die gerade 6, 7, 8, 9 Monate kostenlos zur Verfügung geschenkt habe, dem ich gerade meinen Laden, also den zweiten Teil vom Laden zur Verfügung stelle, damit er da kostenlos pennen kann, hinterlässt mir das so, nachher beklaut er mich, betrügt er mich, egal wer von euch Kommentateuren, von euch Kommentarschreibern für Phil Bane ist, dislike meine Seite, kauft kein Sekt Plus, ich möchte keinen Cent verdienen an jemanden, der Phil Bane mag, kein Cent, findet ihr Phil Bane cool? Oder liked ihn, kauft keinen Sekt Plus. Kauft den Scheiß von MyProtein oder den Dreck von ESN. Ja, kauft diese Auslandsscheiße, aber kauft kein Sekt Plus. Ich möchte, und das meine ich von Herzen, ich möchte kein Geld machen. Wenn ich dadurch ein Minus mache durch dieses Video, ist das okay. Weil ich möchte nichts mit diesem Typen zu tun haben. Und genauso wenig möchte, dass du supportet wirst. Also an alle treuen Sekt Plus Kunden da draußen, supportet diesen Typen nicht, boykottiert dieses Dreckschwein, boykottiert den und an deinen Lebenspartner gerade, den du auch abzockst. Ich sag dir wirklich im Guten, ich will dich da nicht reinziehen, aber wirklich denk nochmal drüber nach, ob du da nicht gerade verarscht wirst und von einem Trickbetrüger gehaushaltet wirst. Ganz ehrlich, ich meine, die Person, wo Phil Bane gerade lebt, lasst euch nicht verarschen. Ich hoffe aber, dass du den Karl S. verarschst. Leute, ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr. Das Video war echt das behindertste Video, was ich je gemacht habe, weil das Thema eigentlich ist einfach zu ekelhaft. Egal, ich bin raus und Phil Bane, der Spruch Kill auf deinem Bauch, pass auf, dass der nicht noch zur Realität übergeht. Und wenn wir uns sehen, weiß ich sowieso nicht, was passiert.